Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen an alle da draußen. Schönen guten Abend einmal an Twitch, an den Live-Chat natürlich hier. Und ich begrüße natürlich auch YouTube, alle, die da sind. Jetzt einmal bitte eins in Chat, ne? Oder Alge in Chat. Oder Alge in die Kommentare bitte. Alle wissen, glaube ich, oder viele wissen, glaube ich, was Sache ist. Ich begrüße hier bei mir wieder an meiner prachtvollen Seite. Oder, ja, wer weiß auch, ne? Neben mir im Internet sitzend, den lieben Lars. Guten Abend. Guten Abend. Ja, schön, dass du dabei bist, Lars. Freut mich mal wieder, ne? Ja. Ist ja Dauergast. Ja, ihr seht auch, hier wurde ein bisschen Schnee geschoben. Lars war gestern oder wann hast du gemacht? Ja, heute Mittag. Heute Mittag. Ah, heute Mittag. Ja, Lars hat heute Mittag mal Schnee geschoben hier auf der Rade. Wie viel Geld hast du bekommen für das Schneeschieben? Oh, gut, 20.000. Ja, 20.000. Hast du alle Straßen gemacht, oder was? Ja. Okay, ja, sehr interessant. Ja, 20.000 hat Lars bekommen für den Winterdienst. Mal gucken, ob es noch mehr schneit jetzt die Tage. Erstmal einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße erstmal den Chat natürlich hier herzlichst, aufs Herzlichste. Einen schönen guten Abend an Tim, an den Pete'smeet, Fanboy. Dann an Kevin, dann an Fanfahrer, Lord Zombie, Triblex, Blueface Cam, Lars. Dann Cases. 120. Jobine, Lord Zombie, hatten wir doch schon. LS Bauer, schönen guten Abend. Dorfbengel, moin. Schön, dass ihr alle da seid. Freut mich erstmal. Ich begrüße euch hier. Ja, wir sind jetzt momentan im Winter, aber wir werden gleich so ein bisschen durchspulen. Moin, Tobi, Urlauber Tobi, mein Bester. Nur wir müssen mal eben kurz erstmal nach den Tieren gucken, hat mir gesagt, ne? Genau. Bevor wir vorspulen. Und vielleicht ein neues Fass kaufen. Neues Wasserfass, ne? Hatte ich auch überlegt, ja. Weil die brauchen so viel Wasser im Endeffekt. Da kommen wir nicht weit mit, ne, mit dem Fass. Gut. Ja, fahre ich eben das Fass verkaufen, hole ein neues. Gut. Sonst könntest du vielleicht schon mal eine Zwischenzeit. Ja, Sauberkeit 62%. Vielleicht mal kurz durchfegen. Ja. Mit der Schaufel oder was, oder wie? Oder wie machen wir das? Moin, Michi. Hast du eine Schaufel? Guten Abend. Nicht vergessen, du willst noch ein Getreide. Ja, Getreide machen wir. Also laut Season ist morgen der beste Verkauf fürs Getreide. Und morgen, wenn wir wahrscheinlich jetzt in dem Season den morgigen Tag haben, ist dann wieder morgen der beste Preis zum Verkaufen. Ihr könnt mal abwarten, wann wir es verkaufen. Kauft einen Puma. Kevin, nee. Noch nicht, mein Bester. So, ich schnapp mir. Was schnapp ich mir denn? Ich nehm. Oder ist der noch wo dran, der Wasserwagen? Ne, der steht hinten in der Halle. Ja, okay. Nehme ich den Johnny. Wo hat es denn die Schaufel hingestellt? Ach da, ich hab sie. Genau, die müsste da hinten beim Ding stehen. Escalation, moin, schönen guten Abend, mein bester Name, Patrick. Vergessen, genau. Ja, ein Fan 27. Ja, wir haben einen neuen Fan auch hochgeladen, meine Lieben. Wir haben auch einen neuen Fan hochgeladen. Er meint eine Pumpe fürs Wasser. Da müsst ihr nicht immer holen fahren. Ach so, eine Pumpe. Ach, ich habe Puma gelesen. Ja, vielleicht später. Moin, GameX100. Wir verkaufen erstmal kurz den Wasserwagen, würde ich sagen. Also, Lars hat jetzt zum Glück mal Schnee geschoben. Das hätte uns, ja, wieder nichts gegeben. Oh, 20.000 ist ordentlich, aber... Ach, da steht ja was vage. Aber kriegst du denn nur Geld, wenn du nur die öffentlichen Straßen von der Gemeinde schiebst? Ja, machst du über die Mission, ne? Also werden über die Mission gesteuert. Ja, okay, alles klar. Habe ich noch nie gemacht, das Dingens. Tja, sind noch ein paar offen, also glaube ich. Okay. Die Getreideabwehr kannst du schieben, der Tierhandel. Und den Holzhandel kannst du noch machen. Okay. Ja, Tim, Pete'smeet, Fanboy, also das war ein Ding mal. Das war was. Naja, was willst du machen? Was willst du machen? Wie geht es euch da draußen? Geht's euch allen gut? Ein Tag noch, war dann ist schon wieder Wochenende. Das ist der Wahnsinn, wie schnell die Zeit mittlerweile vergeht. So, ab dafür würde ich sagen. Verkaufen wir mal das Festchen, die Dose hier hinten. Fast so groß, fast Monsterdose, wa?
Morgen habe ich Geburtstag. Ach, Kevin, genau. Wer hatte denn heute Geburtstag? Da gab es doch welche im Chat letztens, die heute Geburtstag hatten. Mir geht's auch gut, mir geht's auch gut. Alles bestens. Vorhin geimpft worden. Hier, da. Seht ihr den? Da, guck da. Verletzung. Ein Pflaster drauf. Ja, deswegen haben wir auch heute ein bisschen später gestartet. Aber Lars konnte auch nicht früher. Von daher passte das ganz gut. Der Friese ist auch mal wieder da. Schönen guten Abend, Herr Friese. Guten aufs Tag. Herzlichste. Ja, ihr seid auch alle aufs Herzlichste. Grüße, meine Besten. Und vielleicht haben wir demnächst einen neuen Emote hier. Oder einen Sticker, so gesehen. Und zwar, da macht uns jemand was, der gerade auch im Chat ist. Für die Zukunft. Hat es denn gut funktioniert mit dem Schild? Ja. Also nicht buggig, oder was? Nee, gar nicht. Okay. So. Okay, machen wir erstmal ab. Also wir haben auf jeden Fall ein bisschen was zu verkaufen jetzt die Tage im Winter. Dann müssen wir uns um die Kühe kümmern und so weiter, also... Ja, dann müssen wir mal schauen. Warum kann ich den denn immer noch verkaufen? Hm? Ja, genau. Piez mich. Genau, Fanboy. Ritter, schönen guten Abend. Verkaufen, ja bitte. Okay, danke. So, müssen wir mal gucken. Was kaufen wir dann für ein Wasserfass? Nimm das Standard. Ja, meinst du? Oh. Da bleiben wir in 7000 rein oder so, ne? Naja, ich nehme da, glaube ich, das Standard, das Josskin dann, ne? Da passen ja 7300 Liter rein. Das tut es ja eigentlich, oder? Kostet 9500 und das andere kostet 8000. Welches? Nee, 25.000. Welches aber meinst du? Damit können wir gleich Milch pro weg haben, ne? Welches meinst du? Das andere, MKS 8. Na, nee, das ist zu groß. Aber für Milch? Wird die nicht abgeholt, die Milch? Nee. Oder? Nee, musst du doch selber wegfahren. Weiß der Chat das? Wird Milch abgeholt? Nee, muss halt nicht. Theoretisch mal selber wegbringen. Was ist das? Ist das schwarz oder ist das jetzt Silber? Hauptfarbe, ach so. Das ist hier und das ist schwarz. Ne, kaufen wir das. Aber da passen nur 8000 Liter rein. Und das sieht viel kleiner aus, das Fass. Ach, viel größer als das kleine. Jesse, schönen guten Abend. Eigentlich nicht, okay. Nee, wird nicht. Nein, wird nicht geholt, okay. Alles klar, dann kaufen wir das hier. Weil damit können wir, was? Wasser und Milch? Genau. Ja. Dann kaufen wir das aber in der Stilnessfarbe, oder? Stilnessfarbe oder willst du es in schwarz? Ach, mir ist das relativ. Oder Chrom? Ne, Chrom finde ich hässlich. Schwarz? Ne, Stilness nehmen wir das. €4000 nur für die Farbe. Ist klar. Naja, schon gekauft. Da geht mein Geld hin. Da geht dein Geld hin. Naja, du hast so hart gearbeitet. Hm. Weißt du, wie lange das dauert? Ja, das ist. Wie lange warst du denn da dran mit dem Schneeschieben? Nur 2 Stunden bestimmt. Und das letzte Mal, als wir das letzte Mal, ja. 2 Stunden. Ja. Und was, wie läuft das dann mit der Mission? Sagen dir die, wo du schieben musst, oder? Nee, kannst du ja was denken, ne? Also zum Beispiel, was ich, Gemeinde, die Straßen, ne? Ja. Du kannst auch sehen, wo ich geschoben habe. Ja, ja, aber ich meine nur, ist das dann wegen der Mission, also, meinst du es ja, ne? Ja, ja. Okay. Aber zum Beispiel hier den Händen habe ich auch geschoben. Komplett. Okay. Ja, dann fahre ich mal eben Wasser holen, ne? Am Wasserhaus, ja bitte. Naja. Da habe ich übrigens auch geschoben. Ach, du wartest schon den ganzen Tag
Ach, mein Bester. Schön, dass aber dann. Ja, schön, dass du hier bist. Und ja, wir haben ja gesagt, wir versuchen immer dienstags, donnerstags. Und wenn dazwischen mal Zeit ist oder wir Bock, Laune, Lust oder sonst irgendwie uns zusammenfinden können, machen wir natürlich dazwischen vielleicht auch nochmal einen Stream oder Wochenende oder so. Aber das ist halt nicht fest, sagen wir. Direkt von vornherein. Guck mal, Fanboy fragt, so Lars, wie viel hast du jetzt zusammen fürs Lenkrad? Hm, Lars, wie viel hast du? Fürs Lenkrad? Ja, du wolltest auch ein Lenkrad haben. Ja, was ich für das Lenkrad zusammen habe, noch gar nicht. Also noch gar nichts hat er zusammen. Nee. Namen Racing Team, mein Bester. Michi, pass auf, dass er nicht... ja, stimmt, dass er nicht einfriert. Das ist natürlich jetzt hier bei der Temperatur gut. Wir haben Lufttemperatur 2 Grad und Boden minus 1. Sollte es nicht frieren. Dann machen wir noch ein bisschen hier... Dingens rein. Für die Kühe ein bisschen, Frostschutzmittel? Genau, ein bisschen Frostschutzmittel reingeschmissen und gut ist. Da brauchen wir uns keine Gedanken machen. So, mal Wasser kaufen. Ach, das Wasser kostet gar nichts, wa? Nee. Sonst gibt's Frozen Joghurt, ja genau. So. Klappt das mit der Schaufel mit dem Saubermachen? Bin schon fertig. Soll das jetzt wieder heißen, ich bin zu langsam oder was? Nein. So, bringen wir mal Wasser zu den Kühen. Dann müssen wir am letzten Wintertag oder am ersten Frühlingstag eher die Tage auf 6 machen, ne? Weil sonst werden die Wintertage nachher auf 6. Ich meine im Winter. Okay. Fanboy, die neuen F1-Autos, sehr, sehr, sehr interessant, aber mal abwarten, wie sie sich schlagen dann. Nur etwas langsamer als normal oder so. Was ist langsamer? Ach so, hä? Nee, hä? Was ist langsamer, Ritter? Moin, Mike. Schönen guten Abend, mein Lieber. So, gucken wir uns doch mal eben bei den Tieren mal rein. Du beim Einparken mit dem Fass. Ja. Ja, ja, Ritter. Danke, 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 Leute. Ich wurde auch gerade geimpft. Also bitte, ja. Ihr müsst ein bisschen Nachsicht haben mit mir. Und eine Spritze in den Arm bekommen. Also das ist nicht alles so einfach wegzustecken. Mimi. Lars? Der Michi schreibt auch schon. Mimi. Stopp! Lars? Was machst du hier? Weiter Schnee schieben, oder was? Ja. Ich stell den... fürs Wasser holen hier hinten in die große Halle, ja? Ja. Da steht auch der Ballenwagen, ne?
So nah, IP, mein Bester. Oh, hä? Hier müsste aber auch nochmal geschoben werden, Lars. Guck, kannst du mir mal eben hier... Ich komm schon gar nicht mehr. Ich komm schon nicht mehr. Könntest du mal eben hier wegnehmen, den Schnee, bitte? So nah, IP, mein Lieber. Schönen guten Abend. Mir geht's gut, mir geht's gut. Wie geht's dir, mein Bester? Alles gut? Außer, wie gesagt, ich habe wohl heute... Ne, hab eine Nadel in den Arm bekommen, aber sonst alles okay. Nur am rumekeln. Wow, alter Lars. Hast du den Chat offen? Nee. Gerade nicht. Warum? Nee, alles gut. Hab Männergrippe und lebe noch. Da ist. Ja, okay, Männergrippe, mein Lieber, da sollte man nicht mit scherzen. Da sollte man nicht mit scherzen. Also, Ritter, gute Besserung. Ich hoffe, wir sehen uns noch am nächsten. Oder du bist nächsten Stream noch dabei, mein Lieber. Das könnte, ja. Da müsst du aufpassen, mein Bester. Also, schon dich und erhol dich, mein Lieber. So, stellen wir mal den Anhänger hinten in die Halle. Nur am Rumkrähen. Was ist denn rumkehlen? Sowieso so eine IP, sowieso. Rumekeln. Was ist denn rumekeln? Ich weiß es nicht. Hau, Alter, Lars. Was Fanboy damit meint. Kann denn mal jemand rausbannen, bitte? Danke. Warum? Ja. Lars, den Eisbären, ganz ehrlich. Das meint der Tim nicht so, Lars. Rummeckel. Meckeln. Ach so. Mit etwas Glück haben dann eine gute Erdleitung. Haben dann eine gute. Aha, okay. Moin, Herbie. Schönen guten Abend. Nico, kann man... Lars, kann man LS19 noch kostenlos bekommen? Nee. Ist vorbei bei Epic, ne? Ist vorbei, ne? Ja. Also nicht mehr, Nico, momentan. So, da mal zumachen. So. Escalation? Bist du noch im Chat, mein Besser? Bist du noch hier im Stream? Siehst du, da entschuldigt der Tim sich schon, Lars. Sehr schön. Er meint, sorry, Lars, war nicht so. Escalation, top. Würde ich so nehmen. Wenn du noch andere Ideen hast, mein Bester, du weißt Bescheid, ne? Oh, Nico, ich glaube nicht, dass Epic das nochmal kostenlos zur Verfügung stellen wird, das Game. Oder, Lars, was meinst du? Denke nicht, ne. Ich glaube auch nicht. So, wir gucken mal eben kurz nach den Tieren. Das passt, Wasser, okay, Maisdilage, das passt alles. Weil dann würde ich schon fast sagen, dass wir mal einen Tag vorspulen, oder? Ja. Wolltest du den 800er Wario jetzt noch verkaufen? Den Fendt oder was, den wir haben? Ja. Ich hatte überlegt, ob wir den 7810er verkaufen. Und dafür ein Fendt? Ja. Was meinst du? Okay.
Weil mit dem Phantom halt immer noch 200 PS einmal, weißt du? Ja, aber ja, wir wollen ihn ja nur einmal austauschen. Ja, Für den aber ich. Fendt ja. Aber der Johnny gefällt mir sowieso irgendwie nicht so richtig. Was sagt denn der Chat? Warum können die Skelette schlecht lügen, weil sie nicht leicht zu durchschauen? Warum können Skelette schlecht lügen, weil sie leicht zu durchschauen sind? Oh Mann, oh Mann. Ich weiß Bescheid. Freut mich, dass es dir gefällt. Ja, sehr, sehr, sehr geil. Glotzkowski, moin, moin. Schönen guten Abend. AMG GTS. AMG GTS 96. Vielen, 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 vielen Dank für deinen Resub im 11. Monat, mein Bester. Herzchen gehen raus an dich, das weißt du. Du kriegst heute Abend auch mal wieder einen Sound. Das hier. Danke, 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 danke. Wo sind denn die Oldtimer hin? Jojo-Biene, der Chat hat letztens einstimmig entschieden, dass wir sie verkaufen sollen. Weil sie uns ja eigentlich nichts nutzen, weißt du? Und, ja, jetzt sind wir am Überlegen. Also ich bin am Überlegen, ob wir den Johnny hier verkaufen. Den 7810er. Und uns dafür halt einen anderen Schlepper holen, weißt du? Der vielleicht auch über 200 PS schon mal hat. Bloß nicht den Fendt verkaufen. Nee, den Fendt nicht. Den Fendt nicht. Welchen wolltest du jetzt dafür holen? Genau den gleichen. Fancy haben wir jetzt auch ein paar Mal hier in der Liste. Wir können auch mal einen 6R kaufen. Aber der ist auch nicht am Server. Was kriegen wir denn für den Fan, den wir haben, wenn wir den jetzt austauschen? 159.000, vielleicht kriegen wir 170.000. Was ist denn an dem Fan anders, den wir denn da kaufen könnten? Der Sound. Und mehr Spielereien, ne? AMG GTS Metal, Leute. Schön, dass du da bist. Hol dir mal einen MB-Truck. Nee, ich weiß nicht. MB-Truck ist hier nicht so... Also ein 6R-Witz, oder was? Aber kostet 228.000. Irgendwann mal, ja, ist auch noch nicht auf dem Server. Naja, da haben wir momentan auch gar kein Geld für. Ja, die Frage ist, nehmen wir uns einen zweiten, was sagt der Chat, sollen wir uns einen zweiten Fendt nehmen? Oder sollen wir nur den aktuellen Fendt gegen den neueren Fendt austauschen? Ein Häckslerfahrer, was? Nice Gamer? Was sagt der Chat? Sollen wir noch einen zweiten 800er TMS nehmen? Oder sollen wir nur den TMS, den wir jetzt hier haben, austauschen gegen den neueren TMS und den Johnny behalten? Was sagt ihr, Leute? Sandro, moin moin, tausch aus. Austauschen lohnt nicht. Fendt 27 kaufen, Klaas und Pferd. Ja, gut, dass wir wieder so einstimmig sind hier heute Abend. Das ist wieder ein Träumchen. Was kostet denn ein Klaas? Ein Klaas ist zu teuer, Leute. Guckt doch mal aufs Geld. Okay, 120.000, aber für 660. Also, was hat der denn Max an Power? Wenn wir den in der Max-Ausführung nehmen. 660, dann hat der 205 PS. Wir haben keine 120.000. Ohne der Sonne. Ja. Ja gut, wir würden ja für den Johnny was bekommen, wenn wir verkaufen, ne? Achso. Ah, Jonas, schönen guten Abend. Welche Map ist das? Ausrufezeichen Map eingeben, mein Bester. Total. Sandro schreibt TMS, totaler Mistschlepper. Brauchen Häckslerfahrer. Kann mir wer helfen? Kauf mal was Neues. Immer das Gleiche ist doch low. Ja, Nico, aber was Neues muss man sich halt auch leisten können, weißt du? Da Matze ja nicht arbeitet. Das ist ja das Problem. Ich gebe immer nur Geld aus. Willst du den jetzt verkaufen oder was? Ich weiß jetzt nicht, wie wir das machen. Du willst ja den aus... Also, du willst jetzt nur den Fendt austauschen, oder was? Ja. Du bist ja schon fast aus dem Tor raus mit dem Johnny. Zum Verkaufen. Also, warum fragst du denn überhaupt? Willst du den jetzt verkaufen? Ist schon beim Händler und schon weg. Also, ja, moin.
Ne? Elefant, moin moin, schönen guten Abend. Du Matze, nimm. kannst ja natürlich auch den 700 da TMS holen. Ja, aber ich würde schon sagen, dass wir vielleicht zwei Schlepper über 200 PS haben, weißt du? Der 7810, der hat ja auch nur 175 PS. Nur was wäre jetzt da sinnvoll? Wollen wir zweimal die gleichen Schlepper haben? Nur der Klaas, der hat halt dann max 205 PS. Den könntest du jetzt nicht nochmal hochrüsten, weißt du? Aber der andere hat auch nur, also der Fendt hat auch nur maximal bis 212 PS. Ich bin War ja der dumm. voll im Stress morgen. So, muss erstmal duschen gehen. Alles klar, Sandro. Könnten auch einen 900er Favorit nehmen, aber der kostet dann 230.000. Nee, das können wir nicht. Das können wir nicht. Können wir nicht, können wir nicht, können wir nicht. Können auch einfach einen Fendt 800 S4 kaufen. Wo bist du denn jetzt? Bei meinem Landhandeltechnik. Moin Crush King, schönen guten Abend. Demo morgen. Ah, okay. Einen schönen alten Fendt 800 Favorit. Ja, aber das Problem ist dann, so eine IP. Wir haben die Kohle nicht hier. Money, 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 money fehlt. Ja, sonst tauschen wir einfach nur den Fendt erstmal aus, oder? Weil alles andere ist jetzt einfach wieder sonst Geld aus dem Fenster schmeißen, weißt du? Das lohnt sich nicht. Weil wenn, dann würde ich ein 800er Axion schon nehmen, weißt du? Aber der kostet halt auch fast 200.000 Euro. Und die anderen Mittelklasse-Schlepper, wenn du jetzt ein Maxum nimmst, da bist du mit der PS-Leistung, gehst ja auch nicht, da gehst ja auch nicht höher. Nee, funktioniert nicht. Könnt ihr nicht schnell Biogas oder so machen, dann kommt man schnell. Wie steht es zu dem Thema Airsoft in Deutschland? Musst nicht beantworten, wenn du nicht willst. Airsoft? Ich habe mein eigenes, eine eigene Paintball-Ausrüstung, aber Airsoft kein Plan. Da bin ich gar nicht drin im Thema. Könnt ihr nicht Biogas oder so machen? Nee, nee. Hast du das bekommen, was ich dir geschickt habe? Crush King? Was meinst du? John Deere weg und ein Fendt 27 oder ein Klaas 800. Ja, Jojo, aber das Problem ist das Geld. Eigentlich können wir uns nicht, das nicht leisten. Außer klar, wir verkaufen. Behalten. Lars, wir machen erstmal gar nichts. Fahr den mal wieder zurück. Wir verkaufen gleich erstmal das Getreide und dann sehen wir, wie wir preislich sind. Wir müssten eigentlich auch noch Tiere kaufen. Knex. Vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen. Schönen guten Abend, mein Bester. Schön, dass du hier bist. Immer dieses Geld. Ja, ich weiß. Es hängt immer alles am Geld. Das ganze Leben hängt am Geld. Ist ja das Problem. Wenn wir nicht immer dieses Geld hätten, das Problem. Klaas. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich hab dir eine Flüster. Ach so, ja. Das hatte ich gesehen, Crush King. Aber wie gesagt. Wenn du den privat bekommen hast, möchte ich den halt nicht, eigentlich nicht gerne so weitergeben, weißt du? Mein Besser. So, das heißt, wir können eigentlich vorspulen, ne? Ja. Da sonst jetzt eigentlich nicht mehr viel passiert. Dann mache ich mal 8. Achso, ich muss erstmal anmelden. Als Admin einloggen. Nicht. Deshalb. Nick Mori. Die GBA auf der Map kostet was? 830.000 Euro. Alter Schwede. Alter! Sonar-LP, mein Lieber. Vielen, 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 vielen Dank für 200 Bits. Er schreibt, ich gebe mal was dazu. Ja, vielen Dank. Okay, 200 Bits ist schon mal etwas, schon mal ein Anfang, sagen wir mal. Und ja, wir warten mal ab, wo wir morgen oder wenn wir was verkauft haben, stehen, mein Lieber. Aber vielen Dank an dich. Herzchen gehen raus und du kriegst heute Abend natürlich auch mal wieder ein. Es gibt heute Abend mal wieder Sounds dafür. Was geben wir dir? Hier. Das ist das Problem, hä? Danke, danke, mein Lieber. Kredit bei der Bank. Ich kann euch mal unseren Kredit bei der Bank zeigen.
460.000 Euro haben wir Kredit. Also, da möchte ich eigentlich auch nicht mehr dran, oder Lars? Nö. Besser nicht, besser nicht. Vielen, 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 vielen Dank, Sona, mein Lieber. So, sollen wir hier zumachen, Lars? Kommen Sie schnell. Dann gehen wir schlafen. Was bist du überhaupt schon wieder am Trinken heute Abend? Momentan habe ich noch eine Cola. Okay, momentan heißt später nicht mehr. Nö. Ich speichere erstmal. Eine Zero oder eine Zucker? Mit Zucker. Mit Zucker. So, wie viele Stunden wie viele Stunden müssen wir schlafen? 6, 12. 15, ne? Nee, ja. Doch. Macht 12, ja. Kommt die Zeit. Oh. Einmal in den Chat. Wann stellen wir die Tage am besten hoch, dass wir die Tage auf 6 so gesehen haben? Am besten Ende Winter, am letzten Wintertag oder am ersten Frühlingstag? Was sagt der Chat? Hat da jemand Erfahrung? Ich meine Ende Winter oder Mitte Winter. Wegen dem Wachstum, ne? Weil jetzt hätten wir ja Mitte Winter, weißt du? Du bist die Einzige. Die Preise sind aber... Was sagst du? Die Preise sind aber mies, Alter. Ja, ist denn jetzt momentan... Siehst du, ist schon wieder ein Tag weiter. Wann willst du denn verkaufen? Irgendwie rutscht das immer einen Tag weiter mit dem Verkaufen für den besten Preis. Wenn auf STRGS... Also wenn auf STRGS gehst, ne? Dann siehst du das ja. Also wieder einen Tag weiter verkaufen. Ende Winter würde ich machen wegen Wachstum, okay. Ich glaube, das sollte man machen, bevor der Frühling anfängt und man die Felder bearbeitet. Okay, machen wir das Ende Winter. Ja, dann gucken wir jetzt gerade mal nur nach den Kühen eben, dass die versorgt sind. Okay, die brauchen Wasser. Und die brauchen Mais-Silage. Ja, haben wir nicht. Doch, wir haben noch die Maisballen. Die Grasballen. Das sind noch Silageballen. Ach ja. Dann hole ich nochmal Wasser oder was, ne? Ja. Dann machst du eben, Na gut, dass die Tür aufgeht. Naja, heute anscheinend nicht. Aha. Na dann, gut. Ja, wir fahren dann mal nochmal wieder Wasser holen. Hast du die Wasserpumpe vom Season Mod? Nee. Die haben wir nicht. Was kostet die denn? Können wir die kaufen? Theoretisch ja. Wo ist die bei? Bei Diversus? Nee, Tierhaltung. Glaube ich. 5000 Euro. Aber kannst du mal den Chat fragen, wo wir die hinstellen? Ja, wo stelle ich einmal an den Chat? Wenn wir die jetzt kaufen, wo stelle ich die denn dann hin am besten? Die Wasserpumpe. Wo stellen wir die Wasserpumpe am besten hin? Weil hier ist ja der Wasserträger hier. Da, wo Lars kniet, oder was machst du da, Lars? Hm, okay. Hm? An den Wasserfässern? Ja, okay. Ich geh mal ins Kaufmenü, ins dieses Platziermenü. Komm mal weg da, Lars, damit das gleich nicht buggt. Und dann gucken wir mal. Wasserpumpe, so. Hier hin, oder was? Oder da? Direkt neben den zwei blauen Fässern. Also hier. Drehen wir das mal noch. Also hier hin. Dahin, ganz sicher, Leute. Wehe, das funktioniert nicht. Wehe.
Zwischen den zwei Leitplanken. Zwischen den Planken. Ja, die einen sagen zwischen den Planken, die einen hier. Moin, GTA-Boy. Also hierhin jetzt. Hier. Hierhin, Leute. Hier, sicher. Leute. Bei mir geht's. Ich mach's jetzt. Okay. Ja, okay, soll ich machen? Guck doch einfach hinter. Okay, habe ich doch. So, mal gucken, ob sich jetzt Wasser auffüllt. Ja, muss ein bisschen warten, ne? Ja, ja, geht auf jeden Fall hoch. Ist schon Wasser drin. Echt? Wahrscheinlich immer diese Tagesration macht das ja nur, ne, die Pumpe. Ja, naja, 15%, ne? Ja, okay. Dann ist alles klar. Ja, dann brauchen wir, dann komme ich eben mit dem Futtermischwagen, oder? Mach ich den Futtermischwagen dran und du kommst mit dem Frontlader? Ja. Muss den Trecker holen, ne? Ja, hier steht ja einer. Ich war ja schon unterwegs zum Fass. Weil das Wasser füllt sich auf jeden Fall von alleine dann auf, weil du ja so gesehen eine Brunnenpumpe hast. Aber das füllt halt immer nur so weit auf, wie die Tagesration ist von deinen Kühen, weißt du? Deswegen nie komplett voll, sondern immer nur so dann 2000. Je nachdem, wie viel Kühe du hast, umso mehr pumpt die halt voll. Aber ob das jetzt was kostet, kann ich gerade gar nicht sagen. Das weiß ich nicht. Kann natürlich auch sein, du bezahlst einmal 5000 Euro und dann kostet es nichts mehr. Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Also da bin ich raus. Ja. Lars fährt einfach durchs Silo. Wieso ist auch der? Wo ist denn der Futtermischwagen? Ach, der steht da, ne? 15%. Ja, genau. Keine Kuh wird dir hops gehen. Hast du schon angehangen, oder? Nee. Max, mein Lieber, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen hier in der kleinen Community. Ich hoffe, du wirst dich hier wohlfühlen, mein Lieber. Und schön, dass du da bist. Freut mich. Ist das denn beides? Na, ist gut. Zapfwelle ist kaputt, wie die Zapfwelle ist kaputt. Oh, ja, der hängt ein bisschen tief. komisch. Ja, gut, ja, könnte sein, Michael. Schmeißen wir noch was rein? Danke. Nee, so nah. Wir haben kein neues Savegame angefangen. Nur unser Silo, was wir halt so halb voll hatten, war leer, ne? Aber wir haben halb ja voll? Ja, dann ein Viertel voll. Aber wir haben ja glücklicherweise halt Silageballen, weißt du? Entschuldigung. Von daher war es jetzt nicht so schlimm, ne? Ela, schönen guten Abend. Ich glaube, das reicht dann auch, oder? Ja, ja, ja. Erstmal.
Guten Abend, Robin. Ja, mehr geht auch gar nicht rein. Dann lasse ich den Schlepper... Alter. Dann lasse ich den Schlepper mal hier stehen. Ludwig, mein Lieber, einen wunderschönen guten Abend. Und du kannst auch so ganz einfach schön guten Abend sagen, Ludwig, ohne hier direkt immer was reinzuballern, mein Lieber. Vielen, 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 vielen Dank an dich für deine 100 Bits. Und du kriegst heute Abend auch mal wieder einen Sound, mein Lieber. Und zwar das hier. Dankeschön, mein Bester. Vielen, 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 vielen Dank. Fährst du noch einmal durch? Nee, ist leer. Also ich kann nicht. Nee, ich lass ihn jetzt stehen. Ich wollte den Futterrang leer sauber machen. Achso, ja, okay. Nee, dann fahr ich raus, warte. Dann stell ich den hinten in die Halle. Ich kann's ihn auch hier hinten, wo ich stehe, in die Halle reinfahren. Nick Mori, du kannst, glaube ich, den Stall einfach so mit Ballen. Also einfach Ballen reinstellen und dann wieder raus, weißt du? Also einfach Ballen. In den dahin tun, wo die Kühe normalerweise stehen. Du musst kein Einstreu-Dingsterbums haben, weißt du? Erbsen Zweitopf, moin moin. Ist auch ein geiler Name, ne? Erbsen Zweitopf. Anstatt Erbsen Eintopf. Ludwig, vielen, 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 vielen Dank. Wie gesagt, immer wieder für deinen Support. Oh, wir machen ja gut Grille, ne? Ja? Oh, 10.000 Liter. Ja, ist doch gut. Zehntausend? Ja, ist schon ein bisschen was drin. Stimmt. Moin, Cat! Schönen Juten! Cat, mein Lieber. Was du hier an Bilder schon wieder geschickt hast. Aber sieht sehr gut aus, sieht sehr gut aus. Und wenn wir mal irgendwelche Mods testen sollen, sag Bescheid. Lars, stellst du Schlepper weg, oder was? Kann ich. Warum werden deine Bits nicht angezeigt? Ihr habt einen Zweitopf. Keine Ahnung, irgendwas schiefgelaufen oder so? Wurden dir dann Bits abgezogen? Auf jeden Fall, hier ist nichts angekommen. Wenn dir jetzt vielleicht was abgezogen wurde, sonst einfach eine Twitch-Support mal wenden. Auf jeden Fall, wie gesagt, hier ist nichts angekommen. Mein Lieber, aber alles cool, Erbsen-Zweitopf. Ich hab halt bisschen gespielt, ja. Gute, Tim, schönen guten Abend. Real Manuel Edris. So, ich mache erstmal mein Monster für heute Abend auf, meine Lieben. Ein bisschen später als sonst, oder? Guckt ihn euch an. Ist das nicht... Das ist immer wieder ein schönes Erlebnis. Oh. Ah, da weiß man, dass Feierabend ist. Wenn der Monster da ist, ist Feierabend. So, Tür zu. Tor zu, dann gehen wir wieder. Ja, dann spule ich erstmal vor. Wir können ja noch nicht schlafen gehen jetzt, ne? Weil sonst ist ja leider nichts zu erledigen momentan. Wir haben alles erledigt. Wir haben die Bäume weggehackt. Wir haben ja die Kühe jetzt versorgt. Du musst hinten noch mit der Stumpenfräse bei, ne? Ach, die Stumpenfräse. Ja, gut, das können wir ja morgen machen. Letzten Wintertag, würde ich sagen, oder? Ja. Hab auch gerade angefangen. Gerade aufgemacht und fange heute auf der Rade an zu zocken. Ludwig! Mein Bester, sehr, 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 sehr gut. Aber habt ihr, da ist ja irgendeine Map im Umlauf auf Instagram vom Pixel Farming oder wie der heißt? Agrar Service MVP oder wie heißt die Map? Irgendwie sowas. Also was da für Bilder kommen, sieht auch sehr, sehr, sehr nice aus. Aber so wie die Map Overlay aussieht, scheint es wirklich nur Riesenfelder zu sein, oder? Weiß da jemand mehr da draußen im Chat von euch? Nee. Von wem? Ich glaube Agrar-MVP oder irgendwie sowas war das, glaube ich. Kommt bestimmt gleich. Skin-Automat, moin moin, schönen guten Abend. Nee, kein Bier. Heute Abend kein Alkohol. Wir spielen die Obertal. Ah, okay, Elefant.
Nee, wie gesagt, die Rade, die ist ja vollkommen in Ordnung, die Map. Und wir werden auch irgendwann mal wieder wechseln auf eine andere Map. Also das ist ja jetzt klar, ne? Aber es muss halt auch erstmal was kommen, was wirklich interessant wäre zum Wechseln. Ist das, was ich nix von. Ist was? Ja, Fernfahrer 500. Müsst ihr mal eingeben. Agrar MVP. MVP Mecklenburg. Genau. Riesen Ding im Singleplayer. Fast unmöglich. So groß ist die. Ja, genau. Diese Mecklenburg-Vorpommern. Genau. Aber die soll halt. Ja. Diese, wie gesagt, Riesen-Map auf jeden Fall. Vierfach-Map. Aber halt auch wieder Riesenfelder wahrscheinlich, ne? Oh. Genau, die von MVP. Genau. Ja, bin ich mal Ja, gespannt auf die die Map. kann ich. Da bin ich mal gespannt auf die Map. Sollen wir mal Also, zoomen? aber das ist genauso groß wie die Hohen Loko, wenn nicht sogar größer. Aber auch so Riesenfelder nur, ne? Das ist nichts Kleines dabei, Ja. ne? Ne. Toto, schönen guten Abend, Herr Nachbar. Alles gut? So, ich würde sagen, ja. Stuppenfräse, die werden wir uns aber gleich mieten, ne? Ja. Stuppenfräse. Sind die Stuppen ja noch hinten wegmachen? Stimmt. Hab ich ganz vergessen. Forstmaschinen. 5.000 €. Okay. Das ist jetzt nicht die Welt. Dann machen wir da gleich mal die Stuppen weg am nächsten Tag. Moin, ich melde mich mal im Chat. Musste gerade Handy neu starten, weil ich den Bug hatte, dass der Chat nicht lädt. Finde dich sehr cool und deine Streams feiere ich. Max, mein Lieber, vielen Dank. Also solche Worte ist immer wieder geil zu hören und es, ja. Ich hoffe, wie gesagt, dass immer irgendwie so bleibt und dass ich immer so bleib. Keine Ahnung was. Na, das ist immer interessant, immer, ja. Einfach entspannt und chillig, das ist mir das Wichtigste. Kein Stress, kein weiß ich nicht was und alles ist cool, meine Lieben. Aber freut mich, Max, dass es dir gefällt und ja, dass du mal live dabei bist. Moin, der Bauer Meier, schönen guten Abend. So, Lars, ich glaube, wir können schlafen gehen, oder? Meinst du nicht? Doch mal noch. So, ja, wir können. Schlafdauer machen wir mal 16, 17 Stunden. 16 Stunden schlafen, Lars. Machen Sie mal. Herr Nachbar, ich habe gehört, Sie wollen mit mir reden. Soll ich den Kaffee für heute fertig machen oder wann ist Ihnen lieber? Toto? Ja, wann wollen wir denn mal quatschen? Sagen Sie was, Herr Toto. So. Tiere, wie schaut's aus? Gut, Wasser haben Sie ja sowieso. Okay, dann, ja, Stuppenfräse mieten. So, jetzt mal eben kurz gucken. Ich wette wieder, guck, die Preise. Das kannst du echt knicken mit den Preisen im Season. Keine Ahnung. Wann willst du denn da mal verkaufen fahren? Warte, hat sich gerade aktualisiert. Ach, du hast ja gar kein Weizen. Du hast ja nur Gerste, ne? Gerste und Raps, ne? Genau, das ist das Einzige. Ich schnapp mir mal einen Schlepper und mach mal eben die Stuppen weg, ja? Ja, machen wir. Könntest du vielleicht so eine Schuppenfräse schon kurz mieten? Genau. Dankeschön. Ja, das ist vom Mais Plus Mod, dass das dann da unten so steht, Max. Ich habe jeden Tag Zeit. Von daher. Oh, okay, Toto. Ja, Toto, der war vorhin auf der Kippe, ob wir ihn verkaufen, weißt du? Es gibt ja auch, glaube ich, noch einen schöneren 7810. Ich glaube, wir haben den hässlicheren hier. Nudelholz, schönen guten Abend, Doppelpeace. Heute Abend haue ich mal alles durch. Doppelpeace, Metal-Freunde, was gibt's noch? Kuss auf die Nuss. Was gibt's noch so für Sprüche von so YouTubern und Streamern? Lars, das musst du doch wissen. Du guckst doch so viel. Nee. Twitch und YouTube. Digga. Ja. Solange du nicht mein. Wie, hast du auch einen Big Shogun? Metal-Freunde. Genau, Metal-Freunde. Ja, genau. Oder nicht Metal-Leute? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie sowas mit Metal auf jeden Fall.
Kuss geht raus. Ja, genau, Jonas, genau. Kuss geht raus und so ein Quatsch. Ja, aber jetzt Kühe kaufen für das Geld noch? Wie viel Milch haben wir denn mittlerweile? Noch gar keine. Ach stimmt, die müssen erstmal kalben, ne? Oder wieso war das, ne? Mhm. Müssen wir nicht überhaupt einen Bullen haben? Nee, nee, nee. Okay. Nudelholz, wir hatten ja Forst gemacht im letzten Stream. Und da mache ich jetzt nur noch die Stuppen kurz weg auf der Wiese. Da haben wir ein paar Bäume weggehackt. Da mache ich noch kurz die Stuppen weg. Dann kann ich den Tag eigentlich auch so mal 15 schon mal laufen lassen. Und, dass das erledigt ist. Und dann, ja, müssen wir mal schauen. Dann machen wir jetzt in diesem Tag heute dann auf 6 Tage, oder? Genau. Willst du das schon mal machen? Kann ich. Muss ich, glaube ich, als Admin oder was anmelden? Ja. Die Fräse brauchst aber nicht so viel Kraft, dass du mit Allrad und... Ach, scheiße. Danke. Ja, ist okay, ist kein Automat. Das hat dir doch auch immer alles so ernst, so eng sehen müssen, ne? Also... Mal wieder ein bisschen Musik an hier. Mach lieber heute Abend vor dem Schlafen. Ja, sicher? Jetzt ist es spät. Na, jetzt hat Lars schon geändert. Jetzt sind wir am Tag 5 im Winter gerade. Ja. Ja klar, Nudelholz. Ich denke mal, der wird morgen online gehen bei YouTube. Ich denke mal, den werde ich morgen fertig machen für YouTube. Also ist schon hochgeladen auf jeden Fall. Muss ich nur noch alles einstellen und so weiter. Beschreibung rein und so. Könnt ihr den gucken auf YouTube. Ist mir auch logisch, dass kein Mensch die Streams komplett auf YouTube sich anschaut. 4 Stunden oder sonst was. Doch. Wer? Ich? Du oder was? Ach. Ja. Sicher? Ja, ich finde meine Stimme so... Erotisch? Oh, können wir liegen noch ein paar Äste rum, ey. Also hier muss auch nochmal... Hier muss aber auch nochmal durchgehakt werden. Hier liegen noch ein paar Äste rum, die man alle mit der Hand wegnehmen muss. Also Lars, du könntest nochmal vorbeikommen. Ich komm. Ich auch. Doch, habe ich auch schon. So neben dem Zocken. Okay, ja, Leute. Wo kriege ich die Wasserpumpe her? Die ist im Season, glaube ich, oder? Mhm. Ist egal, dachte halt, das wäre besser. Achso, ja, nee, okay. Also Leute, ihr guckt euch doch nicht ernsthaft. Sicher, Leute? Brokey OS, schönen guten Abend. Sehr heftig. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Mein Bruder macht guckt. Die ich auch immer beim Zocken ganz. Okay, der Bauer. Heftig. Also das weiß ich nicht. Wer glaube ich irgendwie... Gut, klar, wenn man selber am Zocken ist, kann man einfach nebenbei laufen lassen, ne? Aber meine Stimme, ich finde die selber nicht so, nicht so berauschend, dass ich mir die, glaube ich, antun könnte. Ich schaue auch immer die Streams Wiederholung an, wenn ich es hier verpasse. Okay. Ja, krass, Leute. Ja, gut, aber ich mache es ja gerne. Also, ich lade ja dann gerne hoch dann auf YouTube. Auf YouTube mache ich auch richtig viel Geld mit, mit den Uploads. Könnt ihr mal raten, was ich da so im Monat mache an Geld? 10 Euro. Was? 10 Euro. Okay, wir haben schon mal 10 Euro. Was sagt der Chat? 25 Euro, 50, 300.000, 20, 50, ein Lamborghini im Monat. Ja, waren aber schon so die richtigen Sachen dabei. 5,
diesem Monat waren es, glaube ich, 25 Euro, die ich gemacht habe. Also, wie gesagt, lohnt tut sich das im Endeffekt nicht mit dem Hardware, was man dafür kauft oder sonst was und mit der Zeit und sonst was, aber ist mir auch scheißegal. Das wisst ihr. Dazu habe ich keine Einstellung. Das hier ist noch ein Stumpf, ne? Hier ist noch ein... Wo ist noch ein Stumpf? Da hinten? Ja. Ja. Okay, ja, komme ich gleich. Also, das wisst ihr ja für mich. Also, oder von mir. Das ist mir scheißegal, was ich da verdiene oder sonst was. Mir geht's einfach um die Unterhaltung und um Spaß haben. Nudelholz, klar, kommt durch Twitch mehr rein. Das ist ja schon mal ganz logisch, ne? Das ist schon mal ganz logisch. Wenn du jetzt alleine die Subs nimmst, die jetzt so da sind und das mal 2,5 Euro, also mal 2,5 rechnest, ne? Das kannst du ja schon mal sagen. Aber das ist ja dann brutto, ne? Da kommen ja dann unsere Steuern wieder von ab, ne? Muss ich ja bezahlen. Aber... das ist jetzt halt nicht so, als ob ich von dem Ganzen ja leben könnte. Also sagen wir mal, mit Twitch verdiene ich so im Monat vielleicht oder kommt im Monat vielleicht so 200 Euro so rum. Aber es sind ja nicht netto 200 Euro. Sagen wir mal, davon sind netto dann vielleicht 100 Euro, weißt du? Aber ist auch, wie gesagt, das ist scheißegal. Von mir aus kann auch nichts bei rumkommen. Und ich hätte trotzdem meinen Spaß hier. Aber klar, das macht natürlich ein paar Sachen einfacher. Mit Strom... mit dem ganzen Technik und so weiter, die man hat. Mit Serverkosten. Gut, der Server ist jetzt hier gesponsert von G-Portal und so weiter. Aber es macht natürlich vieles einfacher, Leute. Das ist ja, das wisst ihr selber. Aber klar, wie gesagt. Umso mehr Bits natürlich, umso mehr Trinkgeld, umso mehr Abos, umso mehr Geld machst du. Das ist eine Milchmädchenrechnung, ne? Also das muss, glaube ich, keinen erzählen. Guten Abend, Tommy! Tommy, du hast heute Morgen ja schon wieder gestreamt. Ich dachte, du musst arbeiten gehen. Und hinten noch Bäume, ne, ne? Ne. Chef hat angerufen, darf da daheim bleiben, okay. Na dann. Ey, guck mal, da liegt noch ein Strohballen. Was liegt da? Oh, da liegt noch ein Strohballen. Ja, aber... warum? Warum liegt nicht ein Stroh? Ja. Da lacht einer, ja, ja. Ja, ja. Wir kennen unseren Lars. Jetzt kannst du mal fragen, Lars, warum liegt denn hier Stroh? Ja, Leute, genau. Also, ich glaube, das kennt jeder im Chat. Moin, Hobbyfahrer, schönen guten Abend. Ja, Sturm gut überstanden. Also, bei uns ist nichts kaputt gegangen. Alles gut, bestens. Robol, mein Bester. Vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Hier hinten war noch einer, ne? Ja, du hattest da irgendwo noch was. Hast du die Zeit mal eins gemacht wieder? Ach so, kann sein, ja. Mit welchem Mod spielt ihr? Niki, wir haben einiges auf dem Mod drauf. Warum hast du... ja, genau, wir haben einiges am Mod drauf. Am Montag dann wieder zum Glück. Ja, ein Glück, endlich wieder arbeiten, oder? Thomas. So, dann haben wir die Wiese bereinigt von Bäumen, würde ich sagen, wa? Da haben wir doch endlich mal eine vernünftige Wiese. Dann machen wir als nächstes, würde ich sagen, im nächsten Winter machen wir den Wald hier rechts weg, oder? Machen auch eine Wiese drauf, oder? Weil es für groß der ist.
Ich weiß, ich habe ihn damals selber gebaut im 17er. Was hast du damals? Ich habe den Wald damals gesetzt im 17er. Wie gesetzt? Der gebaut. Du im Editor. Ja, ja. Ach Gott. Ja. Also ich würde sagen, oder Chat? Im nächsten Winter machen wir den Wald rechts weg. Das machen wir als Community Event. Der rechts oder der links? Ja, schon der große. Ach Thomas, nee. Sehr nachhaltig, der genau. Der kostet 130.000. Nee, das machen wir. Kann Lars machen, ja genau. Kann Lars zwischen den Streams machen, würde ich sagen. Klar. Ist auch wieder Musikgeschmack heute Abend vom Feinsten. Gina Lisa. Naja, gut. Wir können eigentlich mal demnächst mal die Sim kaufen. Mal. Was können wir kaufen? Das Feld Sim. Ja, können wir auch sein lassen. Ich würde sagen, wir kaufen die Felder auf der anderen Seite vom Fluss, oder? Welcher Fluss? Achso. Welcher Fluss? Wo ist denn hier ein Fluss auf der Map? So, gehen wir die Stuppenfräse mal wieder zurück. Können auch die 4 kaufen. Ja, genau. Ah, oder die 3. Wie schaut es denn momentan mit den Preisen aus? Nicht gut, ne? Zum Verkaufen. Nö. Es sei denn, du willst Raps für 624 verkaufen. Nee. Was ist denn ein guter Preis, Chat? Was sagt ihr? Was ist ein guter Preis auf schwer, um Raps zu verkaufen? Über 1000? Ach, könnt ihr uns da was sagen? Ne? Ich wollte noch einen Tag warten. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich. Okay, verpassen. Ja. Jeremy's Next Top, Leute. Oh, verpasst. Oh, Nudelholz, ganz schlimm. Oh, okay, Hobbyfahrer, was ist los mit deinem Lenkrad? Bei mir steht er gerade auf 1-1, okay. Escalation. Spielst du auch auf schwer, oder was? Und mit Season? Aber Escalation, kannst du mir das dann schicken, diesen Sticker? Und kriege ich den dann auch auf so kleines Format, dass man das dann lesen kann? Weißt du, was ich meine? Für bei Twitch. Okay, Leute. Dann werden wir auf jeden Fall noch warten, verkaufen. Patrick, ich habe das G27 von Logitech. Schon älterer Schinken. Wird halt nicht mehr hergestellt, ne? Aber halt wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Schinken. Sehr gut gereift, kann man sagen. Endlich muss ich eigentlich noch mal mit Chris schnappen, ne? Was denn? Ja, hier mit den Bäumen und der Oberleitung. Also, ich kann dir sagen, was ich da brauche an Größen. Kann ich dir noch schicken? Kann ich dir noch schicken, Excalation? Ich meine, das war 16x16 oder sowas, aber sag ich dir noch, schicke ich dir noch genau die Größen. Jaskin Automat, was denkst du denn? Wenn die da stehen, Pech gehabt. Und ich habe den Schnee nicht geschoben. Was denn? Den Schnee hat Lars geschoben, einfach auf die Autos, alles drauf. Welche Autos? Ja, beim Händler. Da stehen Autos? Ja, da standen also. Die sieht man jetzt momentan nicht so gut, auf jeden Fall. Morgen Valentinstag und Frau hat auch noch frei. Oh, okay, Fanfahrer. Na, wir gehen ja morgen essen, morgen Abend. Der eine da, mein Gott. Ja, das wurde im Chat direkt erkannt. Ja. Ich muss ja irgendwo damit hin.
Der eine da. Da stehen 3 oder 4 Autos. Ja, aber die anderen beiden kommen ja raus. Oh, Flamex ist da, meine Dame, meine werte Dame, einen wunderschönen guten Abend an Sie. Wie geht's Ihnen? Wie geht's Ihnen da draußen? Hab das G29. Ah, okay. Stürzt Rechner. Wenn ich LS mit Lenkrad spiele, stürzt der Rechner komplett ab. Oder wenn ich die Pedale trete, hängt sich der Rechner auf. Okay. Huch. Vielleicht mal die Software aktualisieren. Ich habe auch einen Tisch bestellt für morgen Abend. Ich habe auch einen Tisch reserviert bei, bei der Goldenen Möwe. Gucken, ob das ein paar Leuten was sagt. Deine jetzigen Sticker sind alle 28x28. Ja, okay. Ja, es gibt 28x28, 56x56 und ich glaube 128x128. Aber Flamex weiß das genau da draußen. Der Herr Flamex, der weiß das genau. Das kenne ich einfach. So, dann spulen wir jetzt gleich nochmal vor in den nächsten Tag, weil die Kühen, denen geht's ja noch gut. Damit wir über den Winter kommen hier mal so langsam. Was bist du denn so schnell, Lars? Was? Hast du wieder irgendeinen Cheat drin oder so? Ja. Energy getrunken. Flow Gamer, mein Bester. Vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Ah, okay. Was weiß ich. Hab gerade nicht zugehört. Die Größen von den Emotes, die du geben musst bei Twitch. Ich meine doch 28x28, 56x56, 128x128, irgendwie sowas, oder? Flamex. Ich bin noch nicht müde, sagt die Tür mir. Ja. Wir sammeln, komm mal bitte mit her. Ja, ich bin doch schon hinter dir. Schrei doch nicht so. Was hast du damit vor? Irgendwie, was habe ich damit? Ach stimmt, den können wir verkaufen. Wir haben den großen Düngersteuer, ne? Wir haben noch gar keinen Düngersteuer, ne? Doch, wir haben noch den großen hier. Den Bredal da hinten. Nach der Bruns. Ja, oder der Bruns, oder wie er heißt. Ja, den kleinen kannst du verkaufen, ne? Ja, willst du den verkaufen fahren, oder was? Ja. Kannst du auch per Hand wegbringen. So stark bin ich nicht. Ich muss noch Feld 1 fertig fliegen. Oh, okay. Fernfahrer. Ja, verkauf den mal ruhig. Dann ja, kriegen wir ein paar Euros noch wieder für. Aber ist ja nicht verkehrt. Aber den brauchen wir ja nicht mehr. Kommen Sie ran. Dann koppel ich den an. Okay. Was hat Dünger drin? Ja, egal. Fahr verkaufen. Ja. Ah, genau, genau. In den Größen bräuchte ich die, den Sticker dann einmal. Escalation, wenn du so nett wärst. Dann kann ich das nämlich direkt so einfügen, weißt du? Drolli, moin! Oh! Und einen wunderschönen guten Abend an den Yogi, mein Bester. Wie geht's Ihnen? Alles gut? Schön, dass du reinschaust. Alle drei Größen, also ja genau, Escalation, alle drei. Drolli, vielen Dank für deinen Host, schönen guten Abend. Ja, hatte erst den 500 Vario, aber das hat nicht geklappt und habe mir einen 7810 gekauft. Ah, okay, Fernfahrer. Naja, lass mal ein bisschen rumfahren. Echt traurig, die Preise, ey. Aber wann wird denn, kommt denn Milch? Wenn sie gekalbt haben. In 7 Monaten. Aber die brauchen jetzt wirklich keinen Bullen, oder was? Nee, okay. Nein.
Ich hab dir den Screenshot ja geschickt. Und roll dir Screenshot? Wo hast du mir einen Screenshot geschickt? Soll ich den 78-10er gleich mitbekommen? Nein, 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 nein. Was für ein Screenshot? 700 plus minus paar Tage, okay. Kati sind für Opfer. Ja. Dann gehe ich jetzt gleich schlafen, ne? Ja. Wenn du zurück bist. Nee, kannst du jetzt schon. Schrauber macht den Mähbehälter 117. Wie spät haben wir das denn überhaupt? Och, Junge. Schneit schon wieder. Oh, schön. Kannst du schnippchen. Aber hat das nichts liegen geblieben. So, jetzt lass uns mal eben. Ah, doch, ah, doch. Klar. Einziehen. Aber Preise sind echt für den Hintern, ne? Naja. Ja, aber ich werde jetzt keinen Schnee schieben. Wir wollen jetzt in den Dingens, in den letzten Tag rein und gut ist. In den Frühling, damit wir wieder aufs Feld können hier. Ja. Wo bist du? Moin, Pete Luis. Immer noch am Händler. Du kannst ruhig zurückkommen. Nee, warum? Was willst du denn da? Kann ich ja gleich nach, gleich mal die Spritze holen. Alles real, moin moin. Jetzt nur noch in den letzten, in den ersten Frühlingstag endlich rein. Puh, puh, mach den Schrauber, Schrauber, Schrauber. Und dann können wir... Genau. Dann können wir die 1, die 42, die 35 und die 46 auf jeden Fall düngen. Nur dafür muss die Zeit mal ein bisschen flotter vorlaufen. Ja, ja, das ist das ja, Fanfahrer. Ich hoffe, dass ich im Frühling mal endlich was verkaufen kann hier. Momentan ist da ja nicht so wirklich was, was wir kriegen. Mir macht das Ganze einfach... Ich schick dir meine Deals. Ja, alles klar, Toto, alles klar. Kein Problem. Können wir gerne so machen. Pup macht den Schrauber, Schrauber, Schrauber macht den Helikopter 1, 1, 7. Meter, ne? Haben wir ein paar Spuren? Genau, 24 Meter. Holt ihr jetzt die, Ja. Die Amazon oder was? Ja. Fünfundsiebzigtausend, ist heftig. Ja. Ich glaube, achso.
Es dauert immer so Ewigkeiten mit dem Vorspulen. Achtundzwanzig mal 28 und dann haben den hab den Stream aktualisiert. 28 mal 28, 56 mal 56 und 112 mal 112, mein Lieber. Mats, hast du eigentlich die aktuelle Version des Johnniers oder noch die gleiche? Wie meinst du? Welchen Johnny meinst du? Von dem alten oder was? Der 56er? Hm, weiß ich nicht. Das ist ja eine Version, die ich bekommen habe von jemandem. Oh, da, guck mal. Toto hat mir was geschickt. Treten wir mal beide. Sie haben eine Nachricht. Ja, ich bin schon beigetreten. So, ich gehe schlafen, ne? Ja. Große Nachfrage bei der Rennerin. Jetzt kannst du verkaufen. So, endlich. Jetzt gucke ich trotzdem. Guck mal, jetzt schon wieder kein vernünftiger Preis eigentlich. Nee, für den Preis verkaufe ich niemals. Für 321 Euro. Ist kein guter Preis. Warte, das hat sich gerade aktualisiert. 321 und Raps 667. Nee. Rechte hast du auch schon bekommen. Was habe ich für Rechte bekommen bei dir? Ja, wir mal sehen, was ich für Rechte bekommen habe bei Shogu. Ach, will auch Streamer. Ah, okay, was sagst du? Ich will auch. So, wie kann man mit 60 FPS streamen? Tim, dafür brauchst du halt schon ein bisschen Power und eine vernünftige Leitung, weißt du? Das ist wichtig. So, jetzt ist die Frage. Wir können aber eigentlich noch nicht düngen. Solange Schnee drauf liegt, weißt du? Nee. Kannst halt mal die Tiere machen. Ja, dann lass uns erstmal die Tiere machen. Oder ich, ja, wir haben ja noch ein bisschen was drin. Toto, nee. Andere brauche ich ja nicht, oder? Oh, wir rutschen ein bisschen. Da ist unsere neue Spritze angekommen, Leute. Ich lass mir da was ein. Was willst du? Was? Nee, alles cool, mein Lieber. Nicht direkt kaputt fahren, die Spritze. Ich koppel ab. Kannst ruhig sitzen bleiben, Madame. Mhm. Madame. Ja, genau, die waren leer, Skin-Automat, meine Silos. Aber wir hatten ja zum Glück noch Silageballen hin. Wo fährst du hin? Ach nee, ach, alles gut. War das ja noch was im. Ja, alles gut, alles gut.
Ne, da verkaufen wir das Getreide nicht bei dem Geld. Das ist doch Schwachsinn. Ich verstehe das nicht. Leute, habt ihr das auch immer? Also eigentlich soll der nächste Tag immer das Beste sein, wo man Geld bekommt. Und dann bis zum nächsten Tag und dann ist das für den Arsch. Tim, warum wir uns umbenannt haben? Weil die Leute ihren eigenen Weg gegangen sind, die meisten. Und weil jeder auch ein bisschen was Eigenes machen wollte, weißt du? Deswegen, ich habe das Problem nicht. Okay, Skin-Automat. Wir haben aber auch nur ein Lua mit der Wasserpumpe. Hast du Nee, das ist. irgendeine Geo drin? Nee. Wir haben kein Geo drin. Was sagst du? Gras? Nee, die Ballengabel. Okay. Macht die so Probleme, Mann? Ja. Warum auch Ja, aber es immer? gibt ja keinen anderen mit Detacher, oder? Weiß da draußen jemand Doch, da? doch. Ja, halt, die ja aber auch kein Auto-Dingsabums hat, weißt du? Doch. Gibt es. Ist unter S, ne, C, S, Z. Okay. Pack. Was habt ihr für eine? Was meinst du? Achso, die Ballengabel. Ja, das ist diese eigenen, diese Diese Fliegen. Fliege. Schieß mich tot, Ballengabel. Was müssen wir machen? Und wieder zurück. Bist du am Üben oder was? Ja. Genau, diese Fliege kommen mir genau Skin-Automat. Jetzt müsstest du aber schlafen gehen können, Lars. Mach Glocke. Falls ja, bei mir wirft die keine Luas. Okay, Skin-Automat. Aber bei mir oder bei uns hat die immer schon Luas geworfen. German Soldier, schönen guten Abend. Hi, wie schaut's aus? Felder frei? Ja, dann können wir spritzen, oder? Warum ist denn das hier gelb? Was ist gelb? Hier auf den Flächen. Guck mal hier. Wie Ist meinst du das nicht gelb? aufgegangen? Was? Ist das nicht aufgegangen? Ja, wenn du so ein paar Dingens hast, dann ist das nicht aufgegangen, genau. Die Stellen sind dann nicht aufgegangen. Ist ja nicht schlimm. Moin, Johnny Wee! So, ich hol mal die Spritze dann ran, ne? Ja. Willst du dein Unkraut oder Dünger? Dünger. Der Rapp steht aber gut, ne? Hier ist auch nicht aufgegangen. Was sagst du? Nee, ist alles gut. Du könntest eigentlich mit dem Düngerstreuer sonst losfahren. Schon mal Festdünger vielleicht draufschmeißen. Wenn du Bock hast. Ich kann auch um die 17 düngen. Ja, meine ich ja. Mit dem Düngerstreuer. Ich nehme jetzt die, Hä? Habe ich jetzt keine? Ist das nicht Pflegebereifung? Das ist Pflegebereifung? Das ist oh, ein bisschen, ist aber nicht wirklich schmal für die Pflegebereifung, oder? Was soll die Schmalbereifung? Nee, habe ich nicht. Warum? Die haben mich 500 € mehr gekostet.
Wie hast du denn Fahrgassen? Ja, trotzdem mache ich da Pflegebereifung drauf. Danke, German. Ja, Lars lässt immer mal gerne das Licht an. Okay, Escalation. Also bei 28 mal 28 ist schwierig, oder was sagst du? So. Moin, Camperjung, schönen guten Abend. So, fahren wir mal zum Dingens. Der 7810, ja, unser 7810 hat auch ordentliche Dingens, aber wie viel PS hast du auf dem Hof? Ja, so 60, 75. Ja, so über 60 eigentlich. Immer dauernd. Camperjung, warum bist du nervös? So. Ja, machst du die zwei kleinen Felder, oder was? Ich wollte eigentlich erstmal das Grünland machen. Ach so, Grünland düngen? Ja. Mit Gülle? Ach so, ja, nee, ja, mach mal ruhig, mach mal, genau, stimmt. Geh mal die Wiese, genau, mach mal, schmeiß mal Gülle drauf. Hab Donnerstag praktische Prüfung, Klasse T. Oh! Oh, Camperjunge, ja, dann mal. Alles Gute, mein Lieber. Nächste Woche Donnerstag. Ach, ich dachte, ich komme hier raus. So, da lag Schnee drauf, ist Wasser gesättigt. Okay, so macht sich Winter heuer. Ah, genau, Tim. Komm gut zu liegen, mein Bester, und schlaf gut. So, wo haben wir jetzt hier Flüssigdinger? An der Hage. Keine Ahnung. Chat, wo haben wir Flüssigdünger? Da? Kommt auch in Bitpacks. Ich glaube hier. Ist das Flüssigding? Alter! Ludwig, Junge! Alter, bist du wahnsinnig? Der ballert mal eben 1000 Bits raus. Ludwig? Ludwig? Junge, 3200 Bits diesen Monat, mein Lieber. Ludwig. Echt. Mega, vielen Dank, mein Bester. Also, da, du weißt, dass das nicht sein muss. Genau, Ehrenmann, auf jeden Fall. Ehrenbruder, Ehren... alles. Ludwig, verrückt. Das ist viel zu viel, mein Lieber. Ludwig, vielen Dank für 1000 Bits mal eben rausgeballert. Du kriegst einen kleinen, du kriegst auch einen Zaun von mir, pass auf. Das ist der mit der beste Zaun, mein Bester. Vielen. Ludwig, vielen Dank für 1000 Bits, du verrückter Mongo, Alter. Das ist echt viel zu viel, mein Lieber. Danke. So. Ich muss immer wieder Danke sagen, mein Lieber. Vielen Dank. Guten Abend. 1050 Vario, mein Lieber. Schönen guten Abend, Alter. 1000 Bits. Ja, ich bin eher verrückt. Flüssigdünger, Leute. Wo kann ich Flüssigdünger? Kann ich hier Flüssigdünger irgendwo laden oder kann ich das nur beim Händler kaufen?
Weiß der Chat das? Flüssigdinger im Big Bag? Wenn schon im. Ja, ja, im Container, Skin-Automat. Ja, ist schon klar. Aber wo kann ich denn. Kann ich hier was lagen? Ich bin mal weg, muss noch. Mach das, LSV, mein Lieber. Wir sehen uns, mein Lieber. Schön, dass du da warst. Danke, danke. Und. Alter, Junge, Junge, Junge. 1000 Bits, du bist echt bekloppt, Ludwig. Vielen, 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 vielen Dank. Echt. Weiß einer, wo wir Flüssigdinger bekommen im Chat? Ist hier ein Dingens, ein Trigger? Nee. Jetzt muss man wirklich beim Händler dann Container kaufen. Ja. Wo sind eigentlich unsere 100.000 hin? Ja, du hast doch die Spritze gekauft. Die kostet 25.000. Ja, vielleicht wegen den Tagen jetzt, die wir vorgespult haben. Ja, Kreditzinsen wahrscheinlich, den ganzen Kram. Ach ja. Okay, hier kann ich nirgendwo was aufladen. Dann fahren wir zum Händler und kaufen Fässer. Kapoman! Moin moin! Am ja, Hof erzähl. Steht auch noch einer. Am Hof steht auch noch einer, okay. Im Regal. Okay, weiß Bescheid. Kapoman, schönen guten Abend. Und er grüßt dich auch, Lars, der Kapoman. Gruß zurück. Aber Ludwig, du bist bekloppt, du bist bescheuert, Junge. 1000 Bits, ey, das ist Wahnsinn. Das ist ein Zehner, ne? 10 Euro oder was? 10 Euro, wenn man den grad. Matze, warum ist die... mir die Halle an Geld 1 nicht da? Was, hä? Wie, was meinst du, Ludwig? Nochmal? Nochmal neu, bitte? Feld 1 meinte ich. Die Halle an Feld 1 nicht da. Hast du die Hallen, die bei der Map dabei waren? Also du musstest ja auch zwei Hallen mit runterladen, weißt du? Wenn du jetzt da reingehst. Bei dem Map. Wenn du auf den Link gehst, dann steht ganz unten noch zwei Mods, die du dafür brauchst. Also diese Hallen. Die musst du dazu laden. Mal gucken, wie viel in die Spritze reinpasst. Michel, schönen guten Abend, mein Lieber. Das passt da rein. 5600 Liter. Also können wir noch eine Palette. Da ist er nach Wendberg. Was sagst du? Nix. Hauptsache eine dahinter und eine vor, okay. Okay, die klappt so komplett mal eben aus, die Spritze. Deckung schließen. Achso. Du musst. So, dann ab dafür. Fahren wir erstmal hier zu Feld 1. Wie viel Gülle haben wir denn? Meinst du, kommst damit klar? Bei so einem kleinen Fischding wieder, ja, stimmt. Bei der kleinen Arbeitsbreite von 3 Meter oder was? Ja, yeah, klar, was. So, dann wollen wir hier mal. Loslegen auf der 1, dann gucken wir mal, wie Lars die Fahrspuren gesetzt hat. Och, scheiße. Ob wir klar kommen. Willst du nicht erstmal mit deinen. Warum? Feldern anfangen? Ja, weiß ich nicht. Ja, ich weiß ja schon, wo es nicht passt. Feld 1 habe ich nicht gemacht.
Boden ist gefroren, man kann nicht paddeln, ja. Und ich fahre hier gerade alles kaputt, okay. Schön. Ja, hast du auf dem Trecker Pflegebereifung? Ja, das ist Pflegebereifung. Hm. Hast du ihn umgebaut? Das sagt er mir als Pflegebereifung. Da muss ich sonst den Johnny nehmen. Die Spritze doch. Hat die keinen. Nee, ich war ja mit der Spritze noch gar nicht mal drauf. So, schau mal Discord. Ja, ist schon besser, ist schon besser. Man muss halt überlegen, dass man das halt sieht, weißt du? In der kleinen Dingens. Eben kurz was schauen. Fahr mal kurz nur mit dem Stepper drauf. Siehst du, der Schlepper macht das. Dann nehmen wir uns mal den Johnny. Hast du den Johnny? Ich hab ihn. Den 78er? Ja. Ja, aber ich brauche halt einen, wo ich Pflegebereifung, also das hier soll Pflegebereifung sein, was hier da drauf ist. Muss ich vielleicht den Reifentyp ändern. Ja, wir testen es mal aus, Escalation. Ich mache die jetzt mal rein für den nächsten Stream dann. Und dann sehen wir es ja. Nochmal Trelleborg und dann. Das ist vielleicht doch. Handel allerlei. Was ist denn Handel allerlei? Bin gerade mal am gucken, aber die Preise sind nicht gut. Na, ja, sieht besser aus, auf jeden Fall. Aber trotzdem müssen wir warten, bis der Boden nicht mehr gefroren ist. Also das sind auch so Sachen, was man echt lernen muss, ne, im Dingens. Ja, ich glaube auch. Weil das war ja Pflegebereifung, obwohl, da habe ich ja schon gesagt, das sieht komisch aus, die Pflegebereifung. Ist viel zu breit, eigentlich, für Pflegebereifung. Jetzt müssen wir aber eigentlich, jetzt müssen wir warten, bis der Boden nicht mehr gefroren ist. Also das weiß ich gar nicht, das wusste ich gar nicht, dass das dann nicht geht. Dann gehe ich mal eben kurz zur Toilette. Dann bin ich sofort wieder da, meine Lieben. Und nochmal, vielen, vielen, vielen Dank, Ludwig. Echt, so viel Liebe. Danke, 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 mein Liebchen. Ich bin gleich wieder da.
So, wieder da. Ich gehe mal schlafen, ne? Brauchst aber nur 10 Stunden, ne? Naja. Minus. Oh. Cordula. So, wir sind jetzt die Preise. Wir müssen noch mal abwarten. Ich hab dich. Ich hab dich. So, sieht ja schon besser aus jetzt hier. Ab dafür. Matze, was ist los, Ludwig? Die Spritze hat keine Pflegebereifung. Ja, aber die hat ja keine. Da gibt es nichts anderes für die Spritze. Aber die, siehst du die Spritze? Oh doch, die zerstört. Kann ich auf die Spritze Pflegebereifung machen? Klar. Habe ich doch Oh. gesagt, die kostet 500 Euro mehr. Die du ja nicht hast. Ja, da müssen wir Pflegebereifen drauf machen, sonst fahren wir uns das halbe Feld kaputt. Oh Gott, 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 moin, moin, moin. Dass wir hier wieder mal wieder zum Arbeiten kommen, ne? Da ist wieder Weihnachten. Jetzt aber. Jetzt wollen wir endlich mal starten hier mit der Arbeit. Kann ja wohl nicht wahr sein. Endlich. Fahren wir erstmal außen rum.
Den Flugwinkel erweitert. Camper, Junge, da musst du die Texturwinkel erhöhen. Okay, wir hängen schon mal. Texturwinkel musst du dafür erhöhen, mein Lieber. Ja, da am besten ein Video für für gucken. Ist einfacher. Okay. Aber jetzt so direkt sagen kann ich es dir leider auch nicht, wie das geht. Ja, Dene, neue Spritze wurde investiert. Aber die meisten Maps sind doch mit mehreren Texturwinkel. Ja. Standardmäßig schon. Ich wüsste jetzt auch nicht, ja. wo willst du das denn machen, Camperjung? Gut am Wackeln, die Spritze da hinten, ey. Auf der Rade, okay. Aber die hat doch mehrere Texturwinkel. Ja, okay. Moin Merten, schönen Juten. Hä? Warum haben wir jetzt wieder 30.000? Weil ich einen Kredit aufgenommen habe. Ach so. Camperjung, welche Version hast du denn? Was kaufst du denn? Dünger. Achso. Wir müssen echt mal gucken, dass wir so langsam mal Geld machen, ey. Ja, das sollten wir langsam machen. Also ich stelle jetzt oben die einmal die Wiese, ja. Dann unten das Feld. Okay. Dann fange ich mal ein paar Missionen an, glaube ich. Okay. Ja, mach das mal. Ich glaube auch, Bock. Aber was willst du machen? Ist das VTL in der neuen Version gekommen? Was meinst du, Camperjunge, mit VTL? Da. Eventuell ist es. Achso, eine neue Version. Ne. Matze, geht es nicht noch schneller? Noch schneller? Nee, 12 km/h oder meinst du schneller als 12 km/h? Ist zu schnell oder was? Macht man das langsamer? Keine Ahnung.
Ja, unser Grasdingsbumsfeld ist reif. Was sagst du? Können schon den ersten Schnitt machen. Ja, könnten wir ja machen dann, wenn wir durch sind, soweit hier mit Düngen und allem. Aber würdest du dann wieder Silageballen machen oder? Brauchst du erstmal Heu, ne? Ja, Heu müssten wir mal machen, ne? Warum funktionierten wir jetzt nicht? Was sagst du? Düngerstreuer funktioniert nicht. Ich glaube, du musst erst den Schieber aufmachen oder so. Und das Keine Ahnung. Rad aufsetzen oder sowas. So, also die Rastfläche kann ich schon mal nicht stimmen, weil sie ausgereift sind. Moin! Fire Scout 85, schönen guten Abend. Ja, dann müssen wir jetzt erstmal die Felder alle durchdüngen, ne? Dann müssen wir gleich die Tiere nochmal versorgen. Ne? Ja. Und da müssen wir echt mal gucken, wo wir den besten Preis zum Verkaufen haben, ey. Momentan ist es echt traurig. Oder? Maximai, schönen guten Abend. Was sagst du?
Lohnt sich momentan nicht. Klappt das mit deiner Pflegebereifung? Ja. Bei dir auch? Haben wir noch keine Pflegebereifung drauf. Achso. Moin, Matze. Was macht das? Macht das vernünftig? Ja, Paddy. Immer doch. Immer doch. Guck mal, wir haben 12.500 Mitglieder genau gerade. Heftig. Wieso baue ich halt den Johnny auf Pflegebereichen um? Oder schaffst du das, alle Felder zu düngen? Warum? Dann brauche ich den Johnny nicht umbauen. Würde ich schaffen. Du kannst von mir aus auch die Kühe versorgen. Ja, GameX100, Lars hatte sich hier ein bisschen vertan mit den Fahrgassen. Er hat das nochmal nachgearbeitet. Aber deswegen halt, ne? Aber sonst alles gut. Wieso die nachgearbeiten? Ist nicht gut? Doch, die nachgearbeiten passen. Nur, das sind ja dann trotzdem so ein paar Doppelte dann, ne? Fahrgassen. Paar Doppelte? Nee. Ja, die sind dann so ein bisschen breiter. Wenn du jetzt hier bei mir mal guckst. Aber ist ja nicht schlimm. Ja, GameX100, das ist halt. Ne, man muss ja alles erstmal anfangen und erstmal reinschauen. Wer weiß, ob meine Fahrgassen gleich passen, die ich gemacht habe. So, haben wir Feld 1 schon mal einmal gedüngt. Müsste eigentlich alles fertig sein, wenn wir jetzt gucken. Ja. Wie lange macht ihr heute? Ich denke mal so 10 rum, Lars, oder was? Noch länger. Mir ist das relativ. Ich hab morgen frei. Wie, du hast morgen frei? Ich hab morgen frei. Ich sag mal 10, halb 11, also max halb 11, aber eigentlich so Richtung 10 sowas rum. So, mal schauen. Gut, ich fahr mal zum nächsten Feld, ne? Das Einzige, was du vielleicht machen könntest, gleich sag ich dir aber noch Bescheid, vielleicht noch einen Fass, das was wir noch auf dem Hof stehen haben, noch vorbeibringen mit Flüssigdünger. Und wie viel spritzt du dann auf einen Quadratmeter? Momentan ist das tiefste, also 300 Liter per Hektar. Das passt Alter. Ganz gut. Nabend, Nuffets. Herzlich willkommen. Meinst du zu viel oder was? Ja. Was sagen die Bauern da draußen im Chat? Wie viel Liter spritzt man auf dem Hektar? Soll ich runtergehen, meinst du? Ich bin auf 200 oder so. Okay, ich habe mal 200 gemacht. So, jetzt kommt mein Feld, was ich gemacht habe mit Fahrgassen. Dann sind wir mal gespannt, ob das passt. Oh, guck mal, der Raps, der ist schon fast ausgewachsen. Der ist schon gelb. Müssen wir von oben fahren, ey, da siehst du ja fast gar nicht mehr. Jetzt spritzen wir so gesehen die Rapsblüte, ne? Ja. Fahren wir auch erstmal rum.
Alles klar, Patrick, mein Lieber. Schlaf gut und wir sehen uns spätestens nächste Woche Dienstag. Oder vielleicht, wie gesagt, spontan zwischendurch in den Stream, mein Bester. Schön, dass du da warst und schönen Abend noch und schlaf gut. So, Lars, dann erklär jetzt mal unseren Plan, was wir dieses Jahr eigentlich so vorhaben. Wir? Ja. Was haben wir denn dieses Jahr vor? Ja, in welche Richtung gehen wir? Kühe vermehren oder Flächen? Mehr Flächen? Oder was machen wir? Kühe vermehren wäre nicht verkehrt eigentlich, oder? Wegen Gülle und... Nur beides wird vielleicht erstmal schwer noch im zweiten Jahr, oder? Oh. Gut, wir kriegen dieses Jahr gut Raps rein, ne? Also, was meinst du? Was würdest du sagen? Ich mach mich selbstständig. Was sagst du? Ich mach mich selbstständig. Wie? Warum? Warum nicht? Guck mal, hier haben wir ein Loch. Hier ist nichts gewachsen. Und da vorne auch nicht. Ja, aber das geht eigentlich. Für das ganze Feld. Haben wir nicht viel Aussetzer. Saataussatz. So. Also, was meinst du? Kühe, Flächen oder was meinst du? Haben wir eigentlich noch irgendwo? Ne, warte mal. Was denn? Muss man da mal gucken. Bei 1 steht ja Weizen, ne? Auf der 1, ja, da hast du ja Weizen gesät, genau. Naja. Wir brauchen eigentlich theoretisch noch eine freie Fläche, ne? Was brauchen wir? Noch eine freie Fläche. Wofür? Naja, auf welcher Fläche willst du am Mais anbauen? Ach so. Ja. Ist da nicht auf irgendeiner Fläche schon Mais? Wir haben mit der Kuhle. Oder was würdest du sagen? Ich hab keine Ahnung. Hättest du den Vorschlag anfällt? Da dein Budget begrenzt ist, nein. Ja. Da müssen wir erstmal rauskommen aus dem Loch. Wo ist denn das kleinste? Welches Feld? 39, kostet 56.000. Oder
Boah. 200.000. Die 39. Ja, ist ganz unten. So, fahren wir zum nächsten Feld. Was ist denn jetzt mit der 17? Sollte die 17 jetzt melden oder sollte die nicht melden? Die 17. Ja, das ist krass. Die hat auch nur eine Düngestufe bekommen. Was ist denn mit dem anderen? Also, hast du da Gülle draufgeschmissen oder was, was das jetzt dunkel ist? Ja. Mehr Gülle haben wir nicht, oder was? Ne, mehr fehlt nicht, weil das Gras ausgereift ist. Ach so. Ja, sonst mach den ersten Schnitt. Sonst machen wir da den ersten Schnitt. Das scrappt, mein Bester. Vielen, 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 vielen Dank für den 25. Monat Restart und das im 25. fortlaufenden Monat. Durchgehend, mein Bester. Vielen, 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 vielen Dank für deinen Support. Herzchen raus. Vielen, 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 vielen Dank, mein Lieber. Die 17 Mähen. Jetzt ist nur die Frage, wie wird das Wetter die nächsten Tage? Wegen Heu, weißt du? Ja, Heu kannst du noch nicht machen. Das musst du im Sommer machen. Das ist nämlich die große Frage. Weil wenn ihr jetzt mähst, was machen wir da mit dem Gras? Silagebein, ne? Krass, Silagebein. Ja, dann macht das, dann machen wir erstmal wieder Grassilageballen. Dann brauchen wir erstmal dieses Jahr vielleicht kein Mais machen, weißt du? Meinst du, du kriegst da so viel drauf? Meinst nicht? Ich glaub nicht. Keine Ahnung. Ja, oder wir warten noch mit dem Schnitt. Aber dann will. Aber wenn es jetzt ausgewachsen ist, können wir es nicht mehr düngen, ne? Ne. Was sagt der Chat? Wollen wir da jetzt, was hat der Chat? Wollen wir da jetzt Ballen draus machen? Grassilageballen schon mal mit dem ersten Schnitt? Ja, wäre nicht, ja. Wäre im Endeffekt nicht verkehrt, ne? Ab mit dem Mist. Sollte reichen, wenn du dreimal mähst, ja. Ja, dann macht, dann, ja, dann, nur wenn wir jetzt den Schnitt machen. Aber können wir eigentlich den Schnitt machen, oder? Ja, theoretisch. Ja, dann würde ich sagen, Alter, was geht jetzt ab? Das scrappt? Das scrappt, was ist jetzt los? Ja. Das scrappt, haut mal eben 5 Geschenke-Subs raus und ja, das scrappt. Vielen, 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 vielen Dank für 5 Geschenke-Subs, mein Bester. Du bist verrückt. An Ludwig, an Cat, an Dene, an die Simo-Freunde und an Bauer Off, mein Bester. Oder Olf. Oder Olaf, mein. Das gab vielen, 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 vielen Dank für 5 gegiftete Subs, mein Bester. Herzchen raus an dich. Und wünsch dir was, mein Lieber. Was für einen Sound möchtest du haben? Du bist bekloppt, mein Lieber. Vielen, 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 vielen Dank für den Support. Für diesen krassen Support, mein Lieber. Nee, dann mehr ruhig, Lars. Und ja. Dann komme ich gleich schwarten oder so. Und dann nehmen wir, und dann machen wir Ballen draus. Silageballen wieder, oder? Ja. Ja, oder, wie teuer ist denn eigentlich das Mähwerk? Warte mal, ich guck mal eben. Das gab vielen Dank, du bist echt verrückt, Junge. Oh, ich muss mal eben.
Jetzt sind wir schwindelig. So. Muss man eben kurz knacken lassen. So. Ich schau mal eben kurz, das Mähwerk, was wir da hatten, ne? Das hat kommt ja direkt Schwattablage, ne? 62.000 kostet das. Ja, das mieten wir sowieso auch nur. Ja, dann mieten wir das. Genau. Ja, dann miete es dir. Dann brauche ich aber dein Cent. Ach, scheiße. Brauchst du den wirklich? Ja. Mit welchem soll ich denn sonst mähen? 160 PS braucht das. Du könntest auch mit dem Johnny mähen, der hat 175 PS. Gut, nicht mit dem Johnny. Das Scrub, vielen Dank, Digga. Mein Bester, aber schreibt gar nichts in den Chat. Haut hier einfach die Dingens raus und gut ist. Und Feierabend. Das Scrub hat auch einen Namen. Und heißt Ralf. Wie? Ralf. Ralf? Heißt er nicht Ralf? Heißt er nicht Ralf? Ich weiß es gar nicht. Das Scrub hat mir das nie irgendwie. Ralf? Ist das Ralf? Warum bin ich jetzt. Wenn ihr mich jetzt vertan, ne? Ja, dann geh mähen und dann komme ich danach wieder Ballenpress mit 3 km/h. Du kennst das ja noch vom letzten Mal. Vielleicht machen wir da auch was anderes. Vielleicht verkaufen wir unsere Ballenpresse und holen uns direkt eine Wickelkombi. Also kaufen die nicht die Wickelkombi, sondern mieten die Wickelkombi. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist, glaube ich, das Sinnigere. Ja, bedankt euch echt bei das Scrubbt, also Ralf oder mein echt Gott, heftig. Gott. So, fahren wir hier oben mal zur 35. Ich würde sagen, dass wir auch beim nächsten Mal noch auf die 35 eine Grasfläche draus machen, oder? Ja. Muss mal gucken wegen den Fahrspuren, aber theoretisch, also die lange muss noch nicht, aber das Vorgewende vorne. Ja. Ich habe nur 2 Fahrspuren reingezogen. Okay. Sollte halt nicht passen. Moin Malte, mein Bester. Nee. 3.000 Euro? Was ist mit 3.000 Euro? Die Miete oder was? Ja. Ah, okay. Oh. Okay, hängen wir schon mal gerade. Ja. Ja, Fahrgast, ja. Gut, aber hier werden wir auch keine Fahrgassen mehr anlegen. Hier kommt dann demnächst eine Wiese hin und gut ist. Feierabend.
So, die erste Fahrspur habe ich schon. Was sagst du? Die erste Fahrspur habe ich schon. Die zweite Fahrspur hätte ich nur machen müssen. Ach so, okay. Alex, 5544, vielen Dank fürs Follow. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend, mein Lieber. Moinsen, Alex. Schönen guten. Da hängen wir wieder. Na gut, hier Fahrgasten. Ein wenig schwierig. Ja, aber wie gesagt, das Feld werden wir dann sowieso als nächstes zur Grasfläche machen. Was ist das für eine Musik hier? DJ Heiko? An meinem Namen gibt es viele Versionen von vielen Streamern. Okay. Wie meinst du, Alex? Tim, schönen guten Abend, mein Bester. Wie geht's euch? Da draußen. Ein Tag noch, dann ist Wochenende, wa? Schaka. So, jetzt noch ein Feld, die 46. Und dann fahren wir Ballen wickeln, also pressen und wickeln. Was geht los? Ludwig? Gleich gibt's Ärger, mein Lieber. Vielen, vielen, vielen Dank nochmal für 100 Bits. Gut geht's mir. Ludwig, vielen Dank. 3300 Bits, du Junge. Junge, 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 Junge. Herzchen raus an dich. Vielen, 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 vielen Dank, mein Lieber. Aber bitte, mein Bester. Übertreibt's nicht. Bleib ganz entspannt. Ganz okay. Komme gerade vom Stählbad. Vom Stählbad? Was ist das denn? Ludwig, vielen, 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 vielen Dank echt für deinen Support. Wir haben hier ein bisschen Rückenschmerzen, ey. Sorry. Steelbart. Okay, was meinst du damit? Mit Steelbart? Es gibt Alex 5544, aber auch... Okay. Matze bekommt Herzinfarkt. Ja... Jedes Mal, wenn diese Töne kommen. Aber den Ton, der früher kam bei Bits, den habe ich ja zum Glück umgelegt auf Trinkgeld, also Donations. Und das ist, denke ich mal, auch besser so. Das ist ja ein bisschen entspannter. Ich habe es gerade, bin noch nicht zu Hause. Ich habe es gerade, bin noch nicht zu Hause. Achso, Dart! Ah! Okay, alles klar, Tim. Jetzt weiß ich, was du meinst.
Welchen Schlepper hast du denn letztes Mal gepresst? Mit beiden hatte ich doch versucht. Ich hatte mir dann den Fan nachher genommen. Ja, genau. No text and drive. Ja, sehr gut, Ludwig. Aber die 48 hast du gekauft. Ha. Machst du Fahrgassen rein oder machst du ganz entspannt? Ich mache mich auf den Weg in die Waagerechte. Schönen Reststream wünsche ich noch. Alles klar, Exclation, mein Bester. Ich werde morgen, denke ich mal, das mal reinhauen. Und dann sehen wir ja, ob es passt, weißt du, mit dem Dingens. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal dafür. Und schlaf gut, wir sehen uns. Spätestens nächste Woche, wie gesagt. Ja, okay, Ludwig. Wir brauchen größere Schlepper. Ja, dazu wird's ja kommen. Irgendwie. Das ist halt die Frage, worin wir investieren, ne? Felder, Schlepper, Kühe, Maschinen. Dann kommen wir jetzt eine große Ecke, die nicht aufgegangen ist, ja. Okay, ja, Ludwig, das stimmt, das kann man natürlich. Was ist eigentlich, wenn ich für dich wieder einen Lohn arbeite? Bitte? Wenn ich eigentlich für dich noch als Lohn arbeite? Dann hätte ich ja noch weniger Geld. Das würde ich nicht sagen. Warum meinst du Fanfahrer? Lars macht immer alles richtig. Ja, aber was sagt denn der Chat? Sollte Lars lieber seinen eigenen Hof bekommen und oder als Lohner arbeiten oder so? Oder sollte er besser oder sollten wir lieber zusammen auf einem Hof arbeiten? Ja, Kat, das ist auch so. Eigentlich in Ackerflächen erstmal investieren, ne? Habe ich jetzt mal angenommen, wenn ich meinen eigenen Hof bekomme, ne? Mhm. Habe ich ein Startkapital von. Keine Ahnung. Ja, aber ist halt auch wieder ein bisschen blöd, ne? Weil ich find's halt immer schöner, wenn man zusammen auf einem Hof ist, wa? Weißt du? Ja, ja. Theoretisch praktisch. Aber
Aber? Ja, ich muss gerade überlegen. So weit war ich noch nicht. Oh, jetzt fahr noch weiter. So, dann bringen wir die Spritze mal zum Hof, dann Pflegebereifung ab und dann machen wir. Verkaufen wir die Presse mal. Ja, so eine LP. Ich würde auch sagen, zusammen ist besser, weil es wird ja größer und größer und größer. Und dann, wenn du dann wieder alleine das Ganze beackern musst, ist auch wieder blöd. Also ich würde schon zusammen auf einem Hof lassen, Lars. Vielleicht holen wir aber später dann noch die Schweine dazu oder so, aber erstmal würde ich, glaube ich, das Ganze mit einem Hof durchziehen. Ja, zum Beispiel, ich müsste mir ja keinen Länder reinkaufen. Ja, aber trotzdem. Weißt du, was ich meine? So arbeitet man halt zusammen, weißt du, auf einem Hof und gut ist. Und dann schaut man, wie es sich halt weiter später entwickelt. Weil ich meine, wir machen ja jetzt bald Geld. Allein mit den ganzen Raps und so weiter. Und ist ja klar, dass am Anfang immer erstmal stockend ist, ne? Und mit Season sowieso. So, stellen wir den mal weg. Mal kurz sauber machen die Spritze. Nabend, Schniebel. 95. Oh, ich nehme mit 6 km/h, das ist auch geil. Mit 6 km/h machst du was? Nein. Okay. Schneller geht nicht. Leistung. Nee. Ja, siehst du, so eine LP. Ja, ich glaube, man hat so immer fast, also immer mit so ähnliche Stellen, glaube ich, wo man das hinstellt, so Sachen. So, machen wir hier die Pflegebereifung mal ab. So, dann holen wir uns mal die Ballenpresse. Verkaufen die mal. Und dann holen wir uns mal eine Wickelkombi. Weißt du, was noch fehlt? Die Krone, ne? Die Krone Ultima, oder wie heißt die? Das ist ein Add-on oder was? Ja. Die fehlt noch, finde ich, die große. Hast ja kein Schlepperpapier. Nee, sowieso nicht, aber ja klar, momentan nicht. Aber irgendwann werden wir auch schon einen Schlepper für haben. Wahrscheinlich Ende der Saison, würde ich sagen. Das glaube ich nicht. Kommen wir so in die Richtung. Warum meinst du nicht? Nicht bei den Preisen. So, fahren wir die mal verkaufen hier.
Ja, die Rade ist hart beim Geld verdienen, okay. Ja. Aber was willst du machen? Weil rumcheaten ist mir halt auch zu blöd. Da brauche ich das Ganze hier nicht machen, den ganzen Zirkus. Und klar, es ist alles einfacher mit größeren Maschinen, größere Schlepper und so weiter und so fort. Aber es ist halt nicht von Anfang an drin, ne? Außer du legst deinen Hof halt direkt riesig aus und gut ist, aber dann hast du ja auch nichts mehr, worauf du hinarbeiten kannst, weißt du? Also zum Beispiel, ich würde den Drescher verkaufen, ne? Ja, okay. Bei der steht, sagen wir mal, 306 Tage im Jahr rum. Okay. Ja, da kannst du ihn einfach mieten. Für deine Flächen. Ja, so eine LP, das stimmt auch. Ja, die Frage ist, klar, den Drescher, klar, könnte man den verkaufen. Jetzt nicht mehr, jetzt ist er gebraucht, ne, aber... Ja, ja. Wo steht der denn? So, gucken wir nach der Wickelkombi. Ballentechnik da. Kannst du ja nicht leisten. Nee, kaufen sowieso nicht, mieten. Was ist denn los hier, Kollege? Bin mal gespannt, wie schnell wir jetzt gleich fahren können beim Ballenpressen. Wie gesagt, ich nehme mit zwischen 6 und 10. Okay. Oh, jetzt geht er runter. Jetzt war ich 12. Und das ist schöner ohne Bäume. Ja. Kannst du schon gerade durchziehen, ne? Oh, Florian 76, mein Lieber.
vielen, vielen, vielen Dank für den Raid, mein Lieber. Ja, herzlich willkommen alle. Flore von Florian76, wunderschönen guten Abend. Vielen Dank, mein Lieber. Moin, moin. Für, ja, dass ihr mal vorbeischaut hier, meine Lieben. Herzlich willkommen hier. In der kleinen, ja, in der kleinen Truppe, mein Lieben. Schön, dass ihr da seid. Was gab's bei euch, Florian? Auch LS oder was? Oder was wurde da gezockt? Oh, Florian, ein Caps Lock oder was? Oh, ja, der Bot. Der Bot ist der rigoros Flo. Bin mal gespannt, was wir hier an Ballen rauskriegen. Ist das jetzt Rundbein oder Quader? Rundbein. Armored Warframe habe ich gezockt, okay. Kenne ich gar nicht. Was ist das? Armored. Das 19 kommt morgen, okay. Armored Warframe. Was ist das? Was ist das für ein Game? Oder Warfare? Ballerspiel, ne? Kenn ich gar nicht. Oh, guck mal, ich kann jetzt mit hier 11 km/h. Geht das jetzt mit der Presse hier? Okay, der Berg hoch mit 6. Das ist ein Panzerspiel mit modernen Panzern. Okay, sowas wie World of Tanks oder was? Florian? Ah, okay, WOT in modern, okay. Ja, okay, Florian. Alles klar, Florian, mein Lieber. Schlaf gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Und vielen, 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 vielen Dank, dass du hier vorbeikommst. Ja, Skin-Automat. LS-Portal. Ist nicht schlecht, hab ich auch mal gesagt. Okay, Big Shogun. Wie gesagt, ich kenn's gar nicht. Ich glaube, wir kriegen auf jeden Fall ein paar mehr Ballen raus, so wie es ausschaut. Naja, mach das, genau, Automat. Nee, aber da gibt's das. Aber wir kriegen, glaube ich, gut Ballen hier raus. Was ist jetzt los? GameX100. Leute. GameX100, vielen Dank für 100 Bits, mein Bester. Gute Nacht, schlaf du auch gut, mein Lieber. Herzen gehen raus an dich. Danke, danke.
Okay, Jesse. Ist kostenlos. Wie gesagt, also sagt mir gar nichts, das Game so erstmal. Mit dem Schlepper tauschen? Nee, warum? Bin aber gleich fertig. Okay. Dann müssen wir gucken, was wir gleich. Oder dass wir dann beim nächsten Mal direkt hier Gülle draufschmeißen, ne? Mhm. Damit wir gleichmäßig dann gedüngt haben. Aber gegen 10:30 mache ich Feierabend für heute. Du hast ja morgen frei, du Sack. Tja. Nee, nee, nee. Wohlverdient. Ja? Aber sowas von. So schlimm gewesen die Woche. Okay, ja, es geht eigentlich, aber. Ich kann ja mal eine Woche tauschen. Ja? Ja, wollen wir mal? Ja, dann komm vorbei hier. Ja. Du wirst dich umgucken. Skin-Automat, das ist in so einem Pack drin. Du musst dann dieses Pack da runterladen. Mit den Fahrgassen das. Da ist das mit dabei dann. Was? Die Kuhn-Sämaschine, die ich ja habe. Abend, Altenhagen Streaming. Schön, Juten. Alles gut bei dir? Wie geht's dir?
Wir sind hier ganz entspannt am Pressen. Kein Stress. Siehst du? In den Beinen ist nämlich der Grassilage drin. Da ist das dann. Was sagst du? In den Beinen. Ja. Kommt da dann aus Gras, kommt dann ja Grassilage raus. Ja, ist jetzt durch das Mais Plus, ne? Genau. Wir müssen unbedingt diesen 7810er austauschen. Bitte? Wir müssen den 7810er mal austauschen. Ja, hatte ich ja gesagt. Nur gegen was? Hast du ja mal den Oberlenker mal angeguckt? Ja, ich weiß. Deswegen meinte ich ja. Kriegst du das Müllwerk nicht mal hoch? Naja, aber gegen was tauschen wir den? Gegen meinen 6R? Okay. Keine Ahnung. Ah, okay, Altenhagen. Ja, hab ich, ja, das ist aber in Ordnung, so sehe ich das ein bisschen. Ja klar, wir könnten 6R dafür holen. Ja, das kostet jetzt 200.000. Ja, wie gesagt, nur finanziell ist halt ein bisschen schwierig. Aber wenn du halt gerne einen hättest. Schicke ich dir die Tage mal zu. Was sagst du? Schicke ich dir die Tage mal zu. Okay. Ja, kein Standard. Wenn ich gleich Feierabend mache, willst du dann auch fertig pressen oder machst du einen Ausschluss? Mal morgen weiter, glaube ich. Kannst du auch. Läuft da nicht weg. Nee. Weil ich muss, sonst bin ich morgen tot. Oma Claude. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Momo, so bin ich mal. Alles klar. Schlaf gut, Merten, mein Lieber. Und wir sehen uns spätestens nächste Woche Dienstag. Wenn nicht sogar Montag. Ja, oder so. Kann auch sein. Wir sollten uns eher mal auf Montag auf Mittwoch verschieben. Montag auf Mittwoch, ja? Mhm. Warum? Hab ich mal gehört. Soll besser sein. Ja, warum? Oh, mehr Zuschauer, ne? Ach, da kommt es ja nicht drauf an. Und mehr Zuschauer hat. Nee, aber müssen wir mal gucken. Naja. Wollten wir schon wieder tanken. Was sagt denn der Chat? Was wären euch am liebsten? Montag, Mittwoch oder Dienstag, Donnerstag? Welche zwei Tage wären es dem Chat am liebsten? Vielleicht mache ich da mal eine Umfrage bei Instagram. Weißt du, was ich jetzt mache? Was sagst du? Weißt du, was ich jetzt mache? Was denn? Feierabend? Nee. Was hast du denn jetzt gemacht? Hab mich vertippt. Hast du einfach den 78er verkauft? Mhm. Da kommst du da drauf. Ja. Dienstag, Samstag. Nee, Wochenende will ich nichts Festes machen. Nee, will ich auch nicht. Wenn dann halt Montag, Mittwoch oder Dienstag, Donnerstags. Guten Abend! Der Macker vom Acker, einen wunderschönen.
Der Macker vom Acker. Genau, Dienstag, Donnerstag. Ja, für die meisten sind für Dienstag, Donnerstag, okay. Aber warum? Was ist denn Dienstag? Wo meinst du Dienstag, Donnerstags nicht? Lars. Naja, denn, naja, ach egal. Ich meine, es ist egal, an welchem Tag du streamst. Es sind immer viele andere online und auch größere. Also das ist eigentlich vollkommen egal. Weißt du, was ich meine? Naja. Weil da kannst du sowieso nichts gegen machen. Ob jetzt dann der streamt oder der streamt oder der streamt, das ist ganz normal. Nur klar, Dienstag, Donnerstag ist halt in der Woche schöner aufgeteilt, weißt du? Ja. Klar, wenn du jetzt montags, mittwochs machst, dann hast du nur dann halt einen großen Raum von mittwochs bis montags, ja. Keine Ahnung, aber wie gesagt, mir ist es ja sowieso vollkommen egal, ob jetzt, weiß ich nicht, wie viele Leute da sind. Oder montags und donnerstags. Könnte man auch machen. Montags, donnerstags, was hältst du davon? Wie ist das? Lars? Ich bin für alles offen. Willst du den Raps für 636 verkaufen? Boah, eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Der Weizen ist auch scheiße, ne? Das wäre zu traurig. Ja, ich glaube, ich mache da mal bei Instagram einfach eine Umfrage für feste Streamzeiten. Montag, Mittwoch, Donnerstag, genau. Kann man auch machen. Ja, aber dreimal die Woche, nee. Wo geht denn jetzt? Ach, Dorfbengel. Dorfbengel. Nee, das sage ich mir auch immer. Lieber Qualität als Quantität, ne? Lieber dann ein bisschen weniger oder seltener, aber dafür halt vernünftig und auch das, was passiert, weißt du? Und mit Lust und Laune und nicht, weil man muss oder jetzt sonst was, ne? Also das habe ich mir immer gesagt. Und mir ist es halt auch einfach vollkommen egal, wie viele Leute da sind oder nicht oder sonst was. Das habe ich immer gesagt und das ist mir egal. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Genau. 7 Tage. Dann müsste ich aber davon auch leben können, von dem Ganzen. Dann können wir das machen. Und dann müsste Lars auch davon leben können. Dann könnte man das machen. Aber so. Der Acker vom Macker. Vielen, 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 vielen Dank für 105 Bits. Warum 105? Waren das alle, die du noch hattest, oder was? Vielen, 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 vielen Dank für 105 Bits. Herzchen gehen raus. Nee, wie gesagt, dann müsste man davon leben können. Marcel, moin moin, schönen guten Abend. Anders funktioniert das nicht. Dann könnte man ja sagen, gut, dann streamen wir von mittags oder von, weiß ich nicht was, bis abends oder so. Bis dann die Frauen nach Hause kommen oder sonst was. Oder Familie oder sonst was. Und, na, aber nein. Das klappt ja nicht. Jetzt habe ich wieder eine gerade Summe. Hä? Der Macker vom Acker, wo hast du eine gerade Summe? Aha, alles klar, Marcel. Ja, dann. Bei den Bits. Ah, okay. Bei hier auf dem Kanal oder was mit den Bits? Nur mal gucken. Macker vom Acker? Nee. Ach so, bei deinen Bits wahrscheinlich, die du auf dem Konto hast, oder was? Zu weinen. Der letzte ist. Ah, okay, alles klar. Aber ein bisschen laut Musik zum Ende des Streams. Alle nochmal wach werden.
Der ist ein guter Beat. Mama, eines Teufels. Wir hatten ja gesagt, dass wir Geburtstag heute noch... Ah, ja, sehr geil, Marcel, mein Bester. Genau, hatten wir gesagt. Alles Gute, mein lieber Marcel. Zum Geburtstag. Hier ist dein Geburtstagslied. Dein Geburtstagslied, mein Lieber. Mein letzter ist auf meinem Begräbnis. Das Kind eines Teufels, Mama, du brauchst nicht zu weinen. Das. Der Beat ist gut. Alles Gute, genau. Alles Gute, mein lieber Marcel, zum Geburtstag. Wie jung ist er denn geboren? Wie jung? Ja, 1990. 30 Runden. Oh Gott. Tja. Muss er ja fegen. Hä? Dann muss er ja fegen. Ja. Ja, Geburtstagsstream. Oh, der Stream hängt. Oh, das ist blöd. Ach Marcel, doch gerne, gerne. Bin das Kind eines Teufels, Mama. Willst du denn die Beine nach Hause holen oder willst du erstmal da hinten stehen lassen? Heute nicht mehr nach Hause. Aber wenn wir dann nächsten Dingens haben, auf jeden Fall holen wir die zum Hof. Aber die kann ich auch wieder stehen lassen. Hm? Ich hab mit mir selber gesprochen. Cut Night Show. Ja, Jesse kommt gleich. Gott. Oh, der Weizenschild aber gut, ne? Ja. Ja, die Ger- Ach, der Raps steht auch gut. Ich hoffe, da kommt gut was runter. Ja, willst du den Drescher verkaufen? Nee, warum? Ja, dann mieten wir uns den Drescher immer. Kann man die nächsten Tage nochmal gucken. Ach, falsche Richtung. Ja, wie... So, ich bin jetzt gleich auch fertig hier. Dann gebe ich die Presse zurück. Und dann komme ich zum Hof. Ja, haben auf jeden Fall ein paar Ballen gemacht, würde ich sagen. Wie war es denn da? Weiß ich jetzt nicht genau.
Was hast du gekauft? Ne, Beinrammel. So. Beinengabel. So. Auf der Rundbein. Mir Baumaschinen, Bagger, Walzen und Kräne. Nutze mich auf Berlin und drücke auf die Sirene. Hat den IAC, finde ich toll, ne? Der ist gut, oder? Ja. Schön klein und handlich. Und sieht auch gut aus und hört sich auch gut an, finde ich. Ja. Mike und den Berg aufträgt, weil oben frischer Wind weht. Ach, wer ist denn das noch? Peter Fox. Ludwig? Nee, Ludwig. Behalt dir die mal. Hey. Okay. Gehst du schon stapeln, oder? Ja, ich nehme die erstmal, ich stelle die erstmal am Feld dran. Okay. Nee, Ludwig, wie gesagt, spar dir die mal auf, die Bits. Vielleicht auch für andere Streamer oder sonst was, mein Bester. La Kuka Matza. Schönen Juten, Herr LS Münsterland, mein Bester. Wie geht's dir? Alles gut? Oh, gehen wir die Presse mal zurück. Ja, Wochenende naht, auf jeden Fall. Das ist das Schöne. Am Donnerstag. Alles klar, mein lieber Tim. Dir auch viel Spaß dann noch beim Farmen. Und wir sehen uns spätestens nächste Woche dann wieder im Stream. Oh ja, jetzt haben wir ein bisschen was liegen gelassen, ne? Nö, warum? Und doch. Erst für den nächsten Schnitt noch. Mhm. Damit wir bei Heu ein bisschen mehr haben, dann, weißt du? Ah ja. Das kann man doch. Der ist halt Dünger, weißt du? Mhm. Machen wir mal kurz sauber hier. Mach ich eben. Pass auf. Jetzt hier. Oh, okay, alles Münsterland. Ja dann, aber ist doch schön. Geburtstage. Von Cut Nigel. Alles klar, Ludwig, mein Lieber. Schlaf gut und vielen Dank für deinen mega Support heute Abend. Echt brillant, mein Bester. Und wie gesagt, wir sehen uns spätestens nächste Woche Dienstag rum. Bis dann erstmal auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende. Ne? Und vielen, vielen, vielen Dank für deinen krassen Support, mein Lieber. Ja, du kannst mal deinen Chat fragen, ob man die Wiesen auch mäht, Unkraut, wenn ich da grün muss. Ob man was? Wegen dem Unkraut muss man die Wiesen damit auch. Achso, nee, die machst du eigentlich mit der Schleppe, weißt du?
Echt? Okay. Naja. Ist auch dem Wendler? Chatubibu? Ach so, nee. Er ist Münsterland. Nee, 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 nee. So. Aber ich würde sagen, wir machen für heute Feierabend, oder? Haben auch gut was geschafft. Und dann geht's im nächsten Stream weiter. Da haben wir auf jeden Fall genug zu tun. Ich sag dann erstmal, meine Lieben, schon mal an den Chat meine allerbesten. Nächsten Stream wird es dann auf jeden Fall ein neues Emote geben. Lasst euch überraschen. Ich sag erstmal, schlaf gut. Ab morgen dann ein schönes Wochenende und wir sehen uns allerspätestens, denke ich mal, so Dienstag rum, oder Lars? Ja, doch. Und ja, vielen Dank für die ganzen Bits, vielen Dank für die Subscriber, vielen Dank für die Follower heute Abend und für den Mega-Chat natürlich wieder. Und ja, wünsche euch ein geiles Wochenende, meine Lieben. Wir sind raus und Mockout, wir sehen uns, ne? Bye bye. Okay.